In dieser Folge von Politik am Ring, der Diskussionssendung des Parlaments, diskutiert Moderator Gerald Groß mit den Abgeordneten Nico Marchetti von der ÖVP, Harald Troch von der SPÖ, Michel Raimond von den Grünen, Helmut Brandstätter von NEOS und das Bundesratsmitglied Johannes Hübner von der FPÖ über die Europäische Union und den Herausforderungen einer gemeinsamen Außenpolitik. Zu Gast sind Raffaela Scheidreiter, ORF-Korrespondentin in Brüssel, und Patrick Müller vom Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien. Das Gespräch haben wir am 17. Oktober 2022 im Dachfoyer der Wiener Hofburg aufgezeichnet. Guten Abend und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie bei der 20. Ausgabe von Politik am Ring. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine stellt auch die Europäische Union vor eine historische Herausforderung ungeahnten Ausmaßes. Während zu Kriegsbeginn die Mitgliedstaaten noch relativ geschlossen gegenüber Moskau aufgetreten sind, bekommt die Einigkeit freilich immer mehr Risse. Kommissionspräsidentin von der Leyen will abweichende Mitgliedstaaten wirtschaftlich unter Druck setzen. Der deutsche Kanzler stellt das Einstimmigkeitsprinzip in der europäischen Außenpolitik in Frage. Wie kann Europa in dieser Situation außenpolitisch mit einer Stimme sprechen? Und soll es das überhaupt? Darüber diskutieren heute Harald Troch, SPÖ, Helmut Brandstätter, NEOS, Nico Marchetti, ÖVP, Michel Raimond, Grüne, und Johannes Hübner, FPÖ. Herzlich willkommen. Außerdem Raffaela Scheidreiter, ORF Brüssel. Herzlich willkommen und einen schönen Gruß nach Brüssel. Schönen guten Abend nach Wien. Patrick Müller, Universität Wien bzw. Diplomatische Akademie. Herzlich willkommen. Unter dem Eindruck des Krieges ist Europa zusammengerückt. Ja, man könnte vielleicht sogar sagen, mit ihrer entschlossenen Reaktion hat sich die EU selbst überrascht. Die Sanktionen waren weitaus härter, die Waffenhilfe an die und Waffenhilfen an die Ukraine deutlich umfangreicher als ursprünglich geplant. Aber bald begann die einheitliche Fassade Risse zu bekommen. Und je länger der Krieg dauert, der Winter vor der Tür steht und andere Probleme wie massive Teuerung, Flucht und Migration wieder zunehmend Themen werden, desto mehr machen sich auch nationalstaatliche Alleingänge und Reflexe bemerkbar. In Blau-Gelb, den Farben der Ukraine, und mit Olena Selenska, der First Lady der Ukraine, an ihrer Seite, hält Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Mitte September ihre große Rede, die State of the Union, angelehnt an die Rede des amerikanischen Präsidenten. Von der Leyen spricht gleich zu Beginn vom alles dominierenden Thema, dem Ukraine-Krieg, und versucht dabei, die Mitgliedstaaten zu einen. 15 years ago. During the financial crisis. Vor 15 Jahren während der Finanzkrise haben wir Jahre gebraucht, um verbindliche Lösungen zu finden. 10 Jahre später, als die weltweite Pandemie ausgebrochen ist, haben wir nur mehr ein paar Wochen gebraucht. Dieses Jahr, als russische Truppen über die ukrainische Grenze geschritten sind, haben wir sofort, geeint und scharf reagiert. Ich denke, darauf können wir stolz sein. And I think we can be proud of that. Doch während zu Kriegsbeginn die Mitgliedstaaten noch relativ geschlossen gegenüber Moskau aufgetreten sind, bekommt die Einigkeit jetzt immer mehr Risse. Bei von der Leyens Rede bleiben Sitze im rechten Flügel leer. Unter anderem fehlt Marine Le Pen, die Frontfrau der französischen Rechten. Sie tritt allen voran gegen die Sanktionen gegen Russland auf. Auch in Österreich sind sich die Parteien uneins bei den Sanktionen. Deshalb beruft die Regierung Anfang Oktober eine Sondersitzung ein, um für ein gemeinsames Vorgehen zu werben. Wer hier zuschaut und nichts tut, macht sich mitschuldig und noch einmal bei Massenmord, bei Vergewaltigung und bei Kinderverschleppung. Klar war, es müssen die Sanktionen kommen, finde ich, weil eine direkte militärische Konfrontation und damit Eskalation wollte niemand. Umso bedeutender sind die Sanktionen. Um das geht es ja jetzt. Umso bedeutender sind die Sanktionen. Und sie sind auch wirksam.
Auch die Asylpolitik ist innerhalb Österreichs sowie unter den EU-Mitgliedstaaten immer wieder ein strittiger Punkt. Bundeskanzler Karl Nehammer kritisiert einmal mehr die überproportional hohe Belastung für Österreich. Österreich ist derzeit massiv von illegaler Migration belastet. Der solidarische Beitrag, den wir in Europa leisten, ist überproportional hoch. Die Asylpolitik ist gescheitert. Es gibt noch immer keinen starken EU-Außengrenzschutz und die Realität des Problems wird missachtet. Generell ist das Verhältnis der EU mit einzelnen Mitgliedstaaten nicht ganz ungetrübt. Kommissionspräsidentin von der Leyen will Zahlungen an Mitgliedstaaten aussetzen, in denen Rechtsstaatlichkeitsprobleme festgestellt wurden. Konkret geht es etwa um Ungarn. Wegen mangelhafter Korruptionsbekämpfung und anderen Verstößen gegen den Rechtsstaat sollen Zahlungen aus den EU-Töpfen vorerst ausgesetzt werden. Auch Polen droht wegen Missachtung der Grundwerte der EU die vorläufige Einbehaltung von Geldern. Neben Ursula von der Leyen setzt sich vor allem der deutsche Kanzler Olaf Scholz immer wieder für eine handlungsfähige EU ein. Er will dabei das Einstimmigkeitsprinzip abschaffen. Denn oft würde das Veto eines einzelnen Landes die EU am Vorankommen hindern. Doch wie sieht die Zukunft der EU aus? Und kann Europa außenpolitisch mit einer Stimme sprechen? Heute war ja EU-Außenministerrat und dabei hat man sich auf eine Ausbildungsmission für ukrainische Soldaten auf europäischem Boden und weitere 500 Millionen Euro für militärische Hilfe geeinigt. Österreich hat sich hier neutralitätsbedingt, wie das heißt, konstruktiv enthalten. Und mich würde in einer ersten Runde von den Herren Abgeordneten interessieren, wie stehen Sie zu den heutigen Ergebnissen dieses EU-Außenministerrates, beziehungsweise wie beurteilen Sie die Vorgangsweise der Europäischen Union, aber auch die Österreichs, vertreten durch Außenminister Schallenberg. Ich beginne mit den Abgeordneten der Oppositionsparteien, einer sozusagen guten Tradition schon folgend in dieser Sendung, Herr Troch. Ja, die konstruktive Enthaltung, die hier geübt wurde, zeigt ja, dass es in der Europäischen Union durchaus auch ohne weitere Einschränkungen beim Einstimmigkeitsprinzip geht. Entschuldigen, dass ich unterbreche, man muss ja zu dieser vielleicht konstruktiven Enthaltung auch dazu sagen, dass die ja durchaus geschuldet ist der Neutralität, der österreichischen Neutralität. Das heißt, der Außenminister hatte sozusagen keine andere Wahl, als sich zu enthalten, aber konstruktiv zu enthalten heißt sozusagen im Herzen offensichtlich schon dafür, aber halt irgendwie aus rechtlichen Gründen enthalten, oder? Ich sage, welches Motiv auch immer, es ist eine strukturelle Möglichkeit, die hier gegeben ist, und ich glaube, das zeigt ganz gut, dass Österreich hier entsprechend seiner Neutralität auch die Möglichkeiten nützt, grundsätzlich den anderen Staaten bei der Unterstützung der Ukraine, also auch im sicherheitstechnischen Bereich, nicht im Weg stehen will, aber sich ausnimmt und selbst natürlich keine Waffen liefert an die Ukraine, wie es auch unserer Neutralität entspricht. Ich finde, das Verhalten des Außenministers ist hier ganz korrekt. Herr Hübner, ich nehme an, Sie sehen das ein bisschen kritischer, auch generell diesen Zugang jetzt der Europäischen Union, auch diese Ausbildungsmission, die es hier geben soll. Wie interpretieren Sie das? Naja, die Ausbildungsmission ist nichts anderes als ein weiteres Drehen an der Eskalationsschraube. Es sind jetzt doch einige Monate vergangen, 8 Monate seit Beginn dieses Krieges, und ich glaube, es wäre jetzt einmal an der Zeit, auch zu überlegen, wie komme ich aus dem Krieg raus, wie komme ich zu einem Waffenstillstand, wie komme ich zu einer Annäherung zwischen den Kriegsparteien. Nach 8 Monaten immer noch davon zu reden, dass es wichtig ist, keine Kriegsmüdigkeit aufkommen zu lassen, die Geschlossenheit zu wahren und sicherzustellen, dass es keinen Kompromiss zulasten der Ukraine gibt. Das ist also für das größte europäische Friedensprojekt, als das sich die EU ja selbst versteht, eine schwache Sache. Und für Österreich umso mehr, denn Österreich ist ja, wie Sie richtig gesagt haben, nach wie vor neutral, verfassungsmäßig gedeckt, wenngleich auch verschiedene Abkommen die Neutralität ausgehöhlt haben. Aber wir haben schon einen großen Schritt aus dieser Neutralität hinaus gemacht und uns de facto einer kriegsführenden Partei angeschlossen, wenngleich auch vorläufig nur durch
Überflugs- und Überfahrtrechte sowie durch umfangreichste wirtschaftliche Sanktionen. Und wir haben uns damit auch komplett aus dem Spiel eines möglichen Vermittlers herausgenommen. Der einzige Staat, der hier noch etwas tun kann und tut, ist derzeit die Türkei, ein NATO-Mitgliedsland paradoxerweise. Und das neutrale Österreich wurde von Russland meiner Ansicht nach nicht ganz unzurechnend als Feindstaat eingestuft, als feindlicher Staat, der also nichts zu vermitteln und der nichts in dieser Sache zu sagen hat. Also nicht unbedingt ein großer Erfolg der österreichischen Außenpolitik. Vielen Dank, Herr Brandstätter. Wie sehen Sie es? Ein weiteres Drehen an der Eskalationsschraube, hat Hübner gesagt. Sehen Sie das auch so? Ja, wenn der Kollege Hübner da ist, muss ich sagen, er hat ja schon einmal an der Eskalationsschraube gedreht, indem er 2014 auf der Krim war, wo es natürlich zuerst einen Überfall eines fremden Landes gegeben hat. Ja, die Russen haben ja die Krim überfallen und wo es dann eine absurde, gelenkte sogenannte Volksabstimmung gegeben hat. Noch dazu, wo man ja wissen muss, 1991 haben sich auch die Bewohnerinnen und Bewohner der Krim für die Ukraine ausgesprochen. Also der erste Fehler war, dass Europa 2014 nicht klar Sanktionen gegen Russland gemacht hat. Das zweite ist zum Thema Neutralität. Ich verfolge sehr genau die Diskussion in der Schweiz. Da spricht man inzwischen von der kooperativen Neutralität und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil es nämlich um die Sicherheit der Menschen geht, dort in der Schweiz und jetzt hier in Österreich. Ich möchte argumentieren für die Sicherheit der Menschen in Österreich und da müssen wir kooperieren, da brauchen wir Partner und wenn Sie die Papiere, die in der Schweiz gerade geschrieben werden, lesen, dann geht eindeutig hervor, dass die deutlich höher gerüstete Schweiz mit viel besseren Waffen, viel besser ausgestattet und auch strategisch, geografisch noch günstiger gelegen als Österreich, sagt, dass sie die eigene Sicherheit nur in Kooperation mit anderen Ländern sicherstellen können. Und was mir abgeht, also das, was der Bundeskanzler gesagt hat, wir diskutieren nicht über Neutralität, halte ich wirklich für einen schweren Fehler. Ganz im Gegenteil, ich möchte auch nicht über die Neutralität diskutieren. Wir haben ein Neutralitätsgesetz, Verfassungsrang, einverstanden. Worüber wir diskutieren müssen ist, wie können wir die Sicherheit der Menschen in Österreich gewährleisten und nach all den Drohungen, die wir aus Moskau hören, offiziell von Putin, inoffiziell von seinen Einpeitschern im Fernsehen, ist kein westeuropäisches Land mehr sicher vor diesem Diktator. Und dafür müssen wir gerüstet sein. Und das sind wir im Moment nicht. Herr Raimond bzw. Herr Machetti, das Thema Vermittlung ist angesprochen worden, auch von Herrn Hübner. Wir haben uns sozusagen herausgenommen aus dieser Möglichkeit, noch als Vermittler auch aufzutreten. Sehen Sie das auch so? Da, glaube ich, ist völlige Verklärung der österreichischen Vergangenheit und Vermittlerposition da. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, Mozartkugeln, Lipizzaner und die Vermittlerposition in den 80ern. Wir waren zwischen zwei Supermächten, das neutrale Land und Wien war der Ort, an dem verhandelt wurde, aber Österreich hat nicht die Power gehabt, irgendwo groß zu vermitteln und Frieden herzustellen. Die Leute, die hergekommen sind und verhandelt haben, haben sie dann alle mit österreichischen Politikern fotografieren lassen. Und so ist bei uns im Boulevard dann die Legende entstanden, aber wir haben dort kein Vermittlungspotenzial. Das ist vollkommener Nonsens, ja, um das in dieser Deutlichkeit zu sagen. Wir haben die Aufgabe, da einen Krieg zu beenden, einen Überfall zu beenden auf ein Land, das sich keiner Aggression dort schuldig gemacht hat und eine militärische Grenzverschiebung in Europa zu verhindern. Man kann über jede europäische Grenze diskutieren, soll man bitte Volksabstimmungen machen oder sich zwei Länder über was einigen oder sonst was. Ja, aber eine militärische Grenzverschiebung haben wir nicht mehr. Es gibt ja einen Grund, warum man die in Ex-Jugoslawien nicht zugelassen hat, weil das überall anders weitere Kriege auslösen würde. Ab dem Zeitpunkt, wo Putin erfolgreich ist, damit sich die Krim zu behalten oder sonst was zu behalten, zahlt es sich für jeden anderen aus, in einen Krieg zu gehen. Dann dauert es halt 10 Jahre, bis er das Land dann fix behalten kann. Damit haben wir einen Krieg nach dem anderen. Das können wir so nicht zulassen. Und eins muss man auch sagen, auf das muss man gleich eingehen. Der Herr Hübner sitzt hier als russischer Agent. Hier sitzen 4 österreichische Politiker, die österreichische Politik vertreten und ein Vertreter Putins in der österreichischen Innenpolitik, der auf der Krim war, der bei Kadyrov war und sonst was, der sich seit Jahren, über ein Jahrzehnt für Putin einsetzt, Freundschaftsvertrag der FPÖ. Die machen im österreichischen Parlament Sondersitzungen im Interesse Putins und so weiter. Das muss man erwähnen.
bei jeder Gelegenheit, das gehört zur politischen Hygiene wie Zähneputzen. Dreimal am Tag muss man darauf hinweisen, dass sie russische Politik in österreichischen Institutionen machen. Sie machen Wahlkampfschlusskundgebungen, wo die Leute wacheln mit österreichischer Fahne und verkaufen die Leute an die Russen. So schaut es aus. Natürlich ein schwerer Vorwurf. Ich würde jetzt, sagen, zur Politik, vielleicht, wenn Sie das so heftig sagen, dann gehört es vielleicht auch zur politischen Hygiene, dass wir Sie ganz kurz reagieren lassen auf das. Das gehört zur politischen Hygiene. Es gehört einmal zur politischen Hygiene, damit aufzuhören, was Leute wie der Herr Raimond machen, dass sie sich Sachdiskussionen prinzipiell entziehen und irgendwelche Totschlagargumente rausziehen aus der linken Tasche oder aus der schmutzgefüllten Tasche. Und das ist natürlich klassisch Putin-Agent, Putin-bezahlt, Putin-Versteher und so weiter. Damit brauche ich nicht diskutieren, weil mit Putin-Verstehern rede ich nicht, sondern da gehört es zur politischen, wie haben Sie gesagt, Hygiene, das jeden Tag zu sagen, das reicht. Das ist so, ich möchte den Kollegen Brandstätter nicht in ein Boot holen. Das ist genauso, wenn man jetzt sagt, wir müssen jetzt alle Angst haben und der Diktator Putin wird über alle herfallen. Wir müssen jetzt zur NATO gehen, die Neutralität aufgeben, in Frage stellen und diskutieren. Der Diktator Putin, der nicht einmal in der Lage ist, die Ukraine militärisch zu besiegen, die 1000 Kilometer von uns weg ist, zumindest die Frontlinie, wo sie ist. Aber vor dem müssen jetzt alle Angst haben. Ein Land, das hat ein Militärbudget ungefähr so groß wie Frankreich, wie Russland. Und vor dem muss jetzt ganz Europa mit 380 Milliarden Militärbudget Angst haben und muss sich den Amerikanern noch enger anschließen, vielleicht noch mehr amerikanische Truppen und Atomwaffen ins Land holen. Und das alles, diese Dinge, die ja Fakten sind, das wird totgeschlagen, indem es heißt, ja, Putin verstehe und so weiter. Das kennen wir aus anderen Diskussionen, das kennen wir aus der Klimadiskussion, das kennen wir aus der Corona-Diskussion, dass man sich nicht den Dingen stellt, sondern drei Schlagworte hinwirft und das war's. Okay, entgegen. Damit ist meine Replik zu Ende. Okay. Darf ich einen vermittelten Satz sagen? Ja, aber lassen wir den Herrn Marchetti dann auch zu Wort kommen. Nur ganz kurz. Herr Hübner, wir würden uns wirklich leichter tun, wenn Sie sagen würden, die Reise zum Beispiel zum Herrn Kadyrov 2012. Kadyrov, ja, das ist derjenige, der jetzt sagt, es sollen Atomraketen zunächst einmal auf die Ukraine geschossen werden und dann auch auf Europa. Das ist der Herr Kadyrov. Das ist ein tschetschenischer Schlechter. Das ist jemand, der seinen 12-jährigen Sohn angeblich jetzt auch in den Krieg schickt. Also wenn man Kinder in den Krieg schickt, dann weiß man ja, wo wir stehen. Es wäre das Mindeste, was ich von Ihnen erwarten würde, sagen, ja, es tut mir leid, das war ein schwerer Fehler, so wie es ein schwerer Fehler war, so zu tun, dass die Krim-Abstimmung 2015 in Ordnung war. Dann würden wir uns in der Diskussion leichter tun. Das wollte ich Ihnen vermitteln sagen. Da muss ich nochmal replizieren, tut mir leid. Ja aber vielleicht, es geht ja ganz kurz, weil die Frage geht ganz kurz. Das tut mir in keinster Weise leid und das war auch kein schwerer Fehler. Das ist nur ein klassisches Totschlagargument. Wir waren dort, das muss ich jetzt leider mit zwei Sätzen sagen, zusammen mit dem Herrn Gutenus, Johann. Wir waren dort, weil wir einen Bericht aus dem Innenministerium bekommen haben, zugespielt, vertraulich, wo uns mitgeteilt wurde, dass das nicht veröffentlicht werden darf. Und der Bericht hat gesagt, dass jährlich zwischen 6.000 und 7.000 der tschetschenischen Asylwerber in Österreich, die hier wegen Flucht und Verfolgung Zuflucht gesucht haben, Urlaub in Tschetschenien machen und dass im Sommer die Straßen von Grozny voll mit Wiener Kennzeichen sind. Und dort waren wir und wir haben 7 verschiedene Personen einschließlich des Präsidenten besucht und gefragt, wie das ist. Ja. Also am Diktator was zu glauben ist natürlich letztklassig. Aber das was ist letztklassig? Einem Diktator etwas zu glauben ist letztklassig. Wir haben 6 verschiedene Personen besucht. Bevor wir hier um ein Bild von vorher aufzugreifen, auch noch an der Eskalationsschraube drehen. Und ich wir drehe sozusagen an der Eskalationsschraube. Aber gehen wir vielleicht weiter mit unserem Thema. Und unser Thema ist ja eigentlich auch die europäische Sicherheits- und Außenpolitik und vor allem auch die Rolle Österreichs in dieser europäischen Außen- und Sicherheitspolitik. Und da würde mich interessieren von Ihnen, Herr Marchetti, wie Sie diese Rolle überhaupt beschreiben würden. Auf der einen Seite sozusagen sind wir verdammt zur konstruktiven Enthaltung und auf der anderen Seite ist sozusagen die Vermittlungstätigkeit, die immer wieder beschworen wird, letztlich auch ein Mythos aus der Vergangenheit, habe ich gerade gelernt. Was bleibt uns dann überhaupt noch? Also erst einmal bin ich etwas überrascht, dass ich als Jüngster in dieser Runde anscheinend der ruhigste und sachlichste bin. Zumindest ist das jetzt einmal mein Anspruch. Die Gelassenheit der Jugend, muss man sagen, in dem Fall. Es gibt zwar genug Probleme, aber ich glaube, Sachlichkeit bringt uns immer am weitesten. Aber Kollege Raimond könnte das ändern. Zu unserer Rolle auch in diesem Konflikt. Also unser Bundeskanzler Karl Nehammer war ja auch relativ am Anfang dieses Konflikts und dieses Krieges ja auch bei Präsident Putin
Und das wurde ja unterschiedlich kommentiert. Die einen haben gesagt, Wahnsinn, wie kann er nur? Und kaum jemand hat damals das irgendwie anerkannt als Vermittlungsversuch oder das in deiner wertschätzenden Form kommentiert. Also ich glaube, dass da halt, und das stört mir ein bisschen Diskussion, sehr viel auch innenpolitisch, parteipolitisch aufgeladen ist. Und ich glaube, es wäre wichtig, wenn man auf so einen wirklich für den Kontinent entscheidenden Konflikt, diesen Krieg, der wird die nächsten Jahrzehnte dieses Kontinents entscheiden, dass wir den auch wirklich in dieser internationalen Perspektive auch kommentieren. Und ich glaube, auch die Neutralität können wir unter dieser Perspektive kommentieren. Also wir haben ja zum Beispiel in Finnland, was die Neutralität betrifft, durchaus einen Stimmungsumschwung gesehen. Das hat aber andere Gründe. Einerseits ist der jetzt nicht originär von der Regierung gekommen, sondern von der Bevölkerung, die diese Wende wollten, auf der einen Seite. Und natürlich die Bedrohungslage mit einer direkten Grenze zu Russland natürlich auch eine ganz andere. Wenn wir jetzt nach Österreich schauen, jetzt auch die Debatte rund um Neutralität, es gibt hier nach wie vor in keinster Weise nur irgendeine Mehrheit, die Neutralität abzuschaffen. Und ich glaube, wir sollten uns einfach auch dann nicht gegen unsere eigene Bevölkerung stellen, sondern einfach auch dieses Faktum auch akzeptieren. Und wir interpretieren sie auch in diesem Konflikt so, dass wir militärisch neutral sind, was wir auch konsequent sind. Und auf der anderen Seite politisch nicht neutral sind und ganz klar auch gesagt haben, auf welcher Seite wir hier stehen. Und ich glaube, das ist ein ganz richtiger Zugang, der sich super ausgeht mit unserer Verfassung. Und ich glaube, dem können wir uns auch nicht entziehen, weil die Folgen auf den Energiemärkten und auch generell in der Wirtschaft, die sind so enorm. Also es wäre vollkommen naiv zu sagen, man hätte da keine Position und möchte dann nicht auch in der politischen Entscheidungsfindung mitwirken. Mhm. Vielen herzlichen Dank. Man sagt ja immer, Europapolitik ist Innenpolitik. Und ich glaube, von daher ist es auch legitim, dass wir innenpolitisch durchaus emotional diskutieren, noch dazu, wenn man das mit österreichischen Mandataren macht. Und trotzdem wollen wir die europäische Ebene natürlich nicht außer Acht lassen. Und das möchte ich jetzt machen, indem ich unsere beiden Experten hereinhole. Ich darf noch einmal herzlich willkommen heißen und ganz kurz nur vorstellen. Man muss das ja ohne dies nicht, weil man sie kennt. Raffaella Scheidreiter, sie ist die Leiterin des ORF-Büros in Brüssel und zwar seit einem Jahr. Herzlich willkommen. Frau Scheidreiter, was hat sich denn Ihrer Einschätzung nach seit dem 24.02. in der Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union geändert? Ist diese Zeitenwende, um diesen Begriff wieder einmal in Erinnerung zu rufen und aufzugreifen, den Scholz im Bundestag im Deutschen verwendet hat, auch in Brüssel spürbar und sichtbar? Sind die EU-Staaten Ihrer Einschätzung nach tatsächlich enger zusammengerückt und wie sehr kann das auf Dauer auch so bleiben? Eine Zeitenwende, ja, die haben wir sicher auch in Brüssel miterlebt. Das betrifft ganz klar mal auch die Verteidigungspolitik. Die 27 EU-Länder beraten jetzt ernsthaft darüber, wie sie zum Beispiel besser gemeinsam Material anschaffen können, sich gemeinsam besser ausrüsten können. Auch in der Sanktionspolitik sehen wir, es wurden in einer Geschwindigkeit, die beispiellos ist, Sanktionen gegen Russland verhängt. Wir sind jetzt schon beim 8. Sanktionspaket. Wir sehen aber, je größer oder sagen wir, je höher die Zahl wird an Sanktionspaketen, desto schwieriger wird es, sie auch einstimmig zu beschließen, weil diese Sanktionen natürlich teilweise wie ein Boomerang auch in den EU-Ländern wirken, wirtschaftlich wirken, hier auch wirtschaftlichen Schaden anrichten. Und dementsprechend wird es immer schwieriger, hier auch sich auf Sanktionen zu einigen, um neue Pakete zu schnüren. Ich darf aber jetzt vielleicht nur aus Sicht der Berichterstatterin noch auf zwei nicht unwesentliche Details eingehen. Sie haben angesprochen, den heutigen Rat, das heutige Treffen der EU-Außenministerinnen und Minister in Luxemburg. Österreichs Außenminister Schallenberg hat sich nämlich nur einmal bei einem Paket konstruktiv enthalten. Beim zweiten hat er zugestimmt. Er hat nämlich bei der Ausbildungsmission für ukrainische Soldaten durchaus zugestimmt, hat aber gesagt, Österreich werde sich nicht daran beteiligen, Soldaten direkt an der Waffe quasi zu trainieren, sich hier einzubringen. Er könne sich aber vorstellen, zum Beispiel in einigen Monaten dann auch ukrainische Soldatinnen und Soldaten zu trainieren, wenn es darum geht, Entminungen zum Beispiel vorzunehmen. Konstruktiv enthalten hat sich heute Österreichs Außenminister Schallenberg bei der Frage, ob die EU-Länder aus diesem Geldtopf, aus dieser Friedensfazilität, wie es heißt, weiter Waffen finanzieren sollen. Da hat sich Österreich konstruktiv enthalten. Das heißt, einmal zustimmen, einmal konstruktiv enthalten bemerken,
dass da schon von den anderen Außenministerinnen und Ministern oder Vertreterinnen und Vertreter der EU-Länder teilweise etwas skeptische Blicke folgen. Einmal stimmt Österreich zu, dann enthält es sich konstruktiv, immer mit Blick auf die Neutralität, aber das wirkt teilweise schon etwas willkürlich, wie sich Österreich dann hier auch im Rat positioniert. Vielleicht ein Wort auch noch, Herr Hübner hat es angesprochen, die EU, wie verhält sie sich mit einem Appell zum Beispiel, was Waffenstillstand oder Verhandlungen angeht? Wir merken, dass hier hinter den Kulissen doch sehr heftig diskutiert wird. Es wird versucht, das nicht in die Öffentlichkeit dringen zu lassen. Aber nicht nur im Rat der Staats- und Regierungschefinnen und Chefs, zuletzt in Prag am EU-Gipfel haben wir gemerkt, dass doch etliche Staaten, auch Österreichs Bundeskanzler hat das angesprochen, darauf drängen, dass man in einem EU-Dokument einmal festhält, dass die EU auf einen Waffenstillstand drängt oder dass sie Verhandlungen am Verhandlungstisch auch fordert. Aber wir wissen, dass hier vor allem die baltischen Länder und Polen, also unmittelbare Nachbarn Russlands, das nicht wollen. Sie sagen, die EU dürfe nicht das Wort Waffenstillstand in den Mund nehmen, auch nicht das Wort Verhandlungen, denn das müsse ganz klar der Ukraine vorenthalten sein. Das müsse die Ukraine bestimmen, wenn sie das will. Da dürfe sich die EU nicht einmischen. Das sei sonst wie eine Seite einnehmen oder quasi Russland fast entgegenkommen. Also wir merken, dass hier auch in diesem Stadium jetzt, je länger dieser Krieg dauert, durch zunehmend ein Riss auch durch die EU-Länder geht, der sich durchaus zeigt, auf der einen Seite die baltischen Staaten, Polen, teilweise Ungarn mit einer ganz anderen Haltung, was zum Beispiel Sanktionen angeht, und auf der anderen Seite die mitteleuropäischen und westeuropäischen Länder, die dann doch sagen, vielleicht sollen wir mehr auf Waffenstillstand drängen und auf Verhandlungen und nicht nur einen ganz harten Kurs gegen Russland führen. Vielen Dank fürs Erste, Raffaella Scheidreiter. Sie bleiben bitte dran und melden sich immer wieder, wenn Sie das Gefühl haben, etwas beitragen zu wollen, beziehungsweise ich werde Sie natürlich auch immer wieder ansprechen. Neben mir Universitätsprofessor Patrick Müller von der Uni Wien beziehungsweise von der Diplomatischen Akademie sitzt direkt hier bei uns. Das, was Frau Scheidreiter gerade angesprochen hat, nämlich diese Risse, die sich schon zeigen, einfach in dem lange geschlossenen Auftritt gegenüber Russland. Nehmen Sie das auch wahr, beziehungsweise wie intensiv nehmen Sie es wahr und halten Sie es für möglich, dass der Zusammenhalt überhaupt bricht auf absehbare Zeit und was bedeutet das dann, was passiert dann? Natürlich ist es so, dass die Europäische Union jetzt vor ganz großen Herausforderungen steht. Ich sehe eigentlich nicht so diese Tendenz, dass es immer größere Risse gibt. Das war von Anfang an nicht ganz einfach. Wir hatten Sanktionspakete, wo man Ungarn zum Beispiel zufriedenstellen musste und das dann ein bisschen aufweichen. Also es waren eine Vielzahl von schwierigen Entscheidungen. Und ich glaube, was jetzt die Zukunft anbelangt, wird das von verschiedenen Parametern abhängen. Aber ich glaube, die wirkliche Zerreißprobe steht uns ja noch bevor. Denn energiepolitische Fragen werden jetzt im Winter besonders zum Tragen kommen. Die Teuerung, all diese Dinge, die abgefedert werden müssen. Die Resilienz wird ja erst richtig getestet der Europäischen Union. Und da kommt es auf verschiedene Dinge an, wie sich der Konflikt entwickelt, auch wie die Ukraine, wie es ihr weiterhin gelingt, sich zu verteidigen. All das wird eine Rolle spielen. Und natürlich auch sind die Politiker gefragt, eine Bevölkerung darauf einzustellen, dass es eben, dass wir in einem schwierigen Konflikt sind, den man auch nicht einfach ausweichen kann. Ich möchte da schon auch ansprechen, dass es ja nicht so ist, dass man nicht von europäischer Ebene versucht hätte zu verhandeln. Es gab schon von Anfang an von Macron verschiedene Initiativen. Und der Eindruck ist gereift, dass Putin nicht gesprächsbereit ist zum jetzigen Zeitpunkt und dass vielleicht erst bestimmte Realitäten entstehen müssen, dass das dann auch irgendwann funktioniert. Welche Realitäten meinen Sie damit? Ja, das wird natürlich einerseits sich entscheiden, wie seine militärischen Erfolge oder Misserfolge sind. Es wird aber auch daran entschieden, wie er kalkuliert, ob Europäer irgendwann einbrechen, ob Regierungen es nicht mehr schaffen, der Bevölkerung zu vermitteln, dass das eine Sache ist, die alle europäischen Mitgliedstaaten auch direkt betrifft und angeht. Also es wird innenpolitisch sich entscheiden
und natürlich auch militärisch wird es eine große Rolle spielen. Mhm. Weil Sie die Bevölkerung angesprochen haben oder die Bevölkerungen, wie sehen die Österreicherinnen und Österreicher das? Wir haben dazu mehrere Grafiken vorbereitet. Vielleicht einmal zunächst was ganz Fundamentales, nämlich sehen wir uns das Vertrauen überhaupt der Menschen in die Europäische Union ganz allgemein an. Das ist insgesamt quer durch Europa gesehen sehr niedrig, muss man sagen. Nur jeder Zweite oder jede Zweite vertraut der Europäischen Union. In Österreich ist das aber noch einmal weniger, nämlich um 5 Prozentpunkte. Wir liegen da bei 44%. Wir haben auch uns angesehen, wie die Zustimmung zu einer gemeinsamen Außen- und Verteidigungspolitik verankert ist in Europa. Und die beträgt im EU-Schnitt 71%. Und auch da ist sie in Österreich bedeutend geringer, nämlich nur bei 61% liegt sie. Das sind einmal die nackten Zahlen und das ist die Statistik. Wenn man die Menschen direkt fragt, dann sehen sie viele Dinge natürlich differenzierter und fast immer ambivalent, muss man sagen. Auch eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik scheint für die meisten Menschen nämlich ein zweischneidiges Schwert zu sein. Hier eine kleine Auswahl. Ich denke mir, dass es für die EU sehr schwierig ist, eine eigenständige Außenpolitik zu machen. Denn einfach die NATO gerade jetzt in dieser Krisensituation so stark wie eine Käseglocke über die EU sozusagen drüber gestülpt ist und für die Europäer sehr schwer ist, jetzt eigenständig zu handeln. Ich glaube, wirtschaftlich ist es kein Thema. Es ist mehr das Problem, ob man eben diese gemeinsamen Einsatztruppen und so weiter schaffen kann, dass hier auch die gemeinsame Sicherheitspolitik im militärischen Sinn auch nachhaltig gesichert sein wird. Da ist noch Aufholbedarf, aber es scheitert auch hier an den Nationalstaaten, nicht an der EU. Ich glaube einfach, dass man ganz viel das gar nicht mitkriegt, was da gearbeitet wird und was erarbeitet wird und was umgesetzt wird. Also ich glaube, das ist nicht so, also es ist für mich nicht wirklich nachvollziehbar. Drei Wortmeldungen von vielen, die aber allesamt sehr reflektiert waren, aber auch zeigen, wie schwierig es ist und wie viel Zweifel und Skepsis da auch mitschwingen natürlich. Frage an Sie, meine Herren Abgeordneten, womit hat das zu tun und was sind eigentlich die Konsequenzen daraus? Wer immer will, bitte, Brandstätter. Zuerst möchte ich dem Kollegen Marchetti sagen, ich habe den Besuch des Bundeskanzlers bei Putin nicht kritisiert. Nein, weil ich natürlich immer dafür bin, dass geredet wird, erstens. Aber zweitens, und das ist sozusagen mein Vorwurf an die ÖVP oder auch an die Regierungen, in letzter Zeit, man darf sich nicht wundern, wenn man regelmäßig Kritik, und zwar unsachliche Kritik an der EU vorbringt. Das gibt es in anderen Ländern auch, ich weiß schon. Aber jedenfalls bei uns, zum Beispiel bei der Covid-Unterstützung ist es ja, die Brüssel verhindert das etc. Ja. Also wenn regelmäßig von der Regierung aus Kritik an der EU kommt, darf man sich nicht wundern, wenn das sich fortpflanzt bei der Bevölkerung. Und deswegen ist eigentlich mein Appell, dass wir gemeinsam, und ich habe es jetzt schon oft gesagt, auch im Parlament, ich würde mir das so wünschen, ich weiß, mit der FPÖ geht es leider nicht, aber zumindest die anderen Parteien gemeinsam sich zumindest auf gewisse Grundsätze einigen. Und einer dieser Grundsätze ist, dass wir den Menschen gemeinsam sagen, dass wir so sehr profitieren von dieser Europäischen Union, wirtschaftlich ohnehin. Und ich sage es noch einmal, auch sicherheitspolitisch. Wir müssen wissen, dass wir uns im Fall eines klaren Angriffs nicht verteidigen könnten alleine. Das ist so. Das ist kein Argument gegen die Neutralität. Ich sage nochmal, die Schweiz diskutiert das gerade, dass man die Neutralität behält und trotzdem kooperiert, indem man zum Beispiel ähnliche Waffensysteme wie die NATO kauft, indem man in der Cyberabwehr, ganz großes Thema, riesiges Thema, gemeinsam agiert. Ich habe es auch im Parlament gesagt, der frühere Verteidigungsminister Starlinger, ja, der ja nur kurz war, er hat das in seiner Broschüre sehr genau erklärt, wie unsere Infrastruktur gefährdet ist durch Cyberangriffe. Und Putin ist ein Terrorist. Er würde nicht zurückschrecken, alle, auch unsere Wasserversorgung etc. Einzuschränken durch Cyberangriffe. Und da wünsche ich mir, dass wir das gemeinsam mit anderen europäischen Ländern machen und das aber auch gemeinsam den Österreicherinnen und Österreichern sagen, wir sehen
Vorteile in dieser gemeinsamen Aktion mit anderen Ländern. Und das aber dann aber auch, und ich weiß von vielen ÖVP-Abgeordneten, die wünschen sich ja auch eine Diskussion über die Neutralität. Das heißt ja nicht abschaffen, sondern weiterentwickeln. Wir müssen sie weiterentwickeln. Und wenn wir eine kooperative Neutralität wie die Schweiz hätten, ist ja oft ein Vorbild, dann wären wir ein großes Stück weiter. Und diese Diskussion würde ich gerne führen. Also ich würde da gerne einen Zusammenhang ansprechen, Neutralität und die Stimmung in Österreich. Ich glaube, es geht gar nicht darum, dass wir gegen die Österreicher was machen sollen, gegen die Stimmung, sondern ich glaube einfach an die Neutralität. Es ist die geschichtliche Lektion von zwei Weltkriegen. In beiden Weltkriegen war Österreich massiv involviert, im ersten noch mehr. Die erste Kriegserklärung ist von Österreich ausgegangen. Und die Österreicher haben einfach diese historische Erfahrung gemacht, in Kriege reinzugehen oder reingezogen zu werden, wie im Zweiten Weltkrieg. Und aus dem heraus gibt es einfach eine große Skepsis gegen Militärbündnisse und vor allem dieses Reinziehen. Der Erste Weltkrieg ist ein klassisches Beispiel eines Mechanismus, wenn alle in Bündnissen sind und es wird losgelegt, der Krieg, dann geht das automatisch. Und Europa, also im Europa, das Europa des Jahres 1914, da waren alle fast in Bündnissen. Und daher diese Skepsis vor Militärbündnissen. Ich persönlich bin nicht erfreut, dass Schweden und Finnland der NATO beitreten. Ich glaube, es wäre besser gewesen für die politische Arbeit in Europa, hier auch andere neutrale Staaten als Bündnispartner zu haben. Weil wenn alle in einem Bündnis sind, dann geht das automatisch und mechanisch und der Krieg ist da. Und genau das wollen wir nicht. Und daher ist auch die Stimmung so in unserem Land. Und die SPÖ sagt daher ganz klar, die Neutralität soll nicht nur erhalten bleiben, sondern wieder mit Leben erfüllt werden. Und in beiden Kriegen sind neutrale Länder überfallen worden. Nur das zur historischen Klarheit nach. Bitte, Herr Hübner. Ja, ich kann dem Kollegen Troch großteils zustimmen. Also eines darf ich noch hinzufügen. Ist ja besonders skurril, dass in einem Zeitpunkt oder einem Zeitraum, wo die Neutralität tatsächlich gefährlich war, das war die Zeit des Kalten Krieges, die Zeit der Sowjetunion, wo wirklich sowjetische Truppen 45 bis 65 Kilometer von Wien entfernt gestanden sind. Da war es vielleicht wirklich ein Risiko, neutral zu sein. Da wäre der neutrale Staat als erster überfallen worden. Aber in einer Zeit nach 1991, wo es keine Sowjetunion mehr gibt, keinen RGW, keinen Warschauer Pakt, keine Sowjettruppen, sondern kleine bis mittlere Staaten um uns herum, wo die Sowjetunion zerfallen ist in eine Vielzahl von Staaten und selbst der größte übergebliebene Russland ein Zwerg ist gegen die USA. Ich darf das nochmal wiederholen, das Militärbudget der Russen ist ungefähr 80 Milliarden Dollar nach amerikanischen Angaben. Das Militärbudget der USA allein nach ihren eigenen Angaben liegt etwa bei 820 bis 830 Milliarden Dollar, also bei dem mehr als Zehnfachen. Und jetzt auf einmal müssen wir alle Angst haben. Jetzt müssen wir Angst haben und jetzt müssen wir die Amerikaner bitten, bitte macht gemeinsame Waffensysteme. Jetzt muss die EU her und jetzt müssen wir eine Aufgabe der Neutralität haben. Jetzt jagen Länder wie Finnland und Schweden sich selbst in ein Militärbündnis hinein. Also in einer Zeit, wo Militärbündnisse eigentlich abgeschafft hätten werden sollen, wo auch die Russen keine Nachfolgemilitärbündnisse gehabt haben, da haben wir die amerikanischen Soldaten, man kann polemisch sagen, die amerikanischen Besatzungssoldaten in Deutschland, Italien, weiter belassen, einbehalten. Da haben wir weiter dafür gesorgt, dass auf deutschem Boden die drittgrößte Atomstreitmacht der Welt steht, nämlich die amerikanische Atomstreitmacht. Und haben uns dann gewundert, dass die Beziehungen mit Russland sich nicht allzu gut entwickelt haben. Die Menschen in der Ukraine sterben. Ja, die Menschen in der Ukraine sterben. Die Frage ist, ob es diesen Konflikt je gegeben hätte, wenn es nicht Verhandlungen gegeben hätte, die Ukraine in die NATO zu integrieren. Das ist eine Frage, ich stelle diese Frage. Hat die NATO immer abgelehnt? Ja. Das hat die NATO immer abgelehnt. Es wurde aber immer, wenn es die NATO nicht gäbe, ob es diesen Konflikt jemals in dieser Form gegeben das hat. Lassen wir bitte kurz den Herrn Raimond. Beantworten Sie das bitte. Wenn ein unabhängiges, souveränes Land, wurscht welches, einem Bündnis beitreten möchte, das müssen Sie nicht mögen und ich nicht mögen, dann rechtfertigt das einen Überfall auf dieses Land?
Also wenn wir jetzt diskutieren würden, rechtfertigt das, dass Putin den überfällt? Sie sind hier ein Verteidiger eines Menschen, der ein souveränes Land überfallen hat, völlig wurscht, was dieses Land souverän machen möchte. Sie rechtfertigen hier die Ermordung von Frauen, Kindern und unschuldigen Menschen. Aber das haben wir auch schon, gehört und ich möchte trotzdem wieder auf die Ebene zurück. Wir haben bewusst drei Wortmeldungen von Menschen ausgesucht, die sich wirklich Gedanken machen über dieses Problem und ich möchte sozusagen da den Frust auch bei diesen Menschen nicht noch erhöhen, dadurch, dass wir hier eigentlich nur streiten persönlich, auf der persönlichen Ebene, sondern dass wir wirklich einfach auch darüber reden, wie kann man diese Menschen eigentlich mitnehmen, Herr Marchetti? Also ich würde die These vom Herrn Brandstätter einfach nicht unterstützen, dass man sagt, man darf die EU nicht kritisieren. Ich glaube, man kann und muss sogar, wenn man pro Europa ist, pro EU ist, die EU auch kritisieren, weil es auch Dinge zu kritisieren gibt. Und ich glaube, wenn man das adressiert, wenn man das auch redet, dann ist das ein konstruktiver Vorgang. Und ich glaube, man sollte das nicht nur in Kategorie Schwarz und Weiß einteilen. Und wenn ich mir anschaue, was die EU auch in den vergangenen Krisen richtig und falsch gemacht hat, muss ich halt schon zur Feststellung kommen, dass die EU als Institution ja nie ursächlich verantwortlich war für irgendeine dieser Krisen. Man kann kritisieren, wie sie damit umgegangen ist, aber sie war nie schuld im engeren Sinne. Und ich glaube, das ist einmal eine wichtige Feststellung, weil ich habe das Gefühl, dass eigentlich eher die EU als Krise assoziiert wird, weil wir es immer in diesem Zusammenhang auch adressieren. Und deswegen wollte ich das auseinanderhalten. Aber zum Beispiel, wenn ich mir anschaue, auch die aktuelle Situation, was Asyl und Migration betrifft, dann muss man auch die EU kritisieren. Also, dass der Außengrenzschutz nicht so funktioniert, wie er eigentlich sollte. Dass auch jeder Flüchtling, der jetzt zum Beispiel in Österreich ankommt, eigentlich ja laut EU-Recht gar nicht hier so einfach ankommen sollte und hier einfach Rechtsbruch einfach zum Alltag gehört. Das sind Dinge, die man kritisieren kann und aus meiner Sicht auch muss. Aber gleichzeitig sage ich genauso, dass ich total überzeugt bin von diesem Projekt der Europäischen Union und ich es total richtig finde, dass wir gemeinsam uns auf Sanktionen geeinigt haben, gemeinsam auch die Ukraine unterstützen. Das geht sich alles beides aus. Und ich glaube, wenn ich die Wortmeldungen auch da richtig deute, da ist ja auch sehr viel an Differenzierung drinnen gewesen. Und ich würde es auch so verstehen. Und diejenigen, die die EU als Ganzes ablehnen, oder auch jetzt, wenn ich das bei meinem Hübner ein bisschen heraushöre, so einen gelebten Anti-Amerikanismus in sich haben. Das ist eine ganz andere Diskussion. Das ist mehr schon eine Glaubensfrage. Und ich meine, ich muss sagen, auch von meinen Werten und auch von den Werten, die die EU für mich hat, ist es natürlich ein Bündnis, das auf Rechtsstaatlichkeit, auf einer liberalen Demokratie, auf den Werten des Westens aufbaut. Und deswegen halte ich es auch für legitim, dass wir mit Amerika zusammenarbeiten, ohne jetzt alles super zu finden, was dort passiert. Okay. Ja, völlig einverstanden. Was mich stört, ist, wenn man eigene Unzukömmlichkeiten, und das war in der Covid-Sache so, dann als Ausrede die EU nimmt. Dass die EU kritisieren, einverstanden, aber wenn man hier nicht in der Lage ist, die richtigen Formulare auszufüllen, dann ist nicht die EU schuld. Also das ist das, was mich stört, dass man die EU kritisiert selber. Also wir sind die EU, wir kritisieren uns, ist in Ordnung. Ganz kurz der Herr Raimond und dann möchte ich den Herrn Müller wieder fragen. Ich finde schon, in den Formulierungen sieht man, was quasi da falsch läuft. Was heißt, haben Sie Vertrauen in die EU in der Frage? Fragen Sie mal, haben Sie Vertrauen in Tirol oder haben Sie Vertrauen in Österreich? Man kann der Landesregierung vertrauen, dem Landeshauptmann, dem Bundeskanzler, der Kommissionspräsidentin oder sonst was, aber doch nicht der EU oder Österreich. Ich vertraue ja nicht Österreich nicht, wenn es eine blau-schwarze Regierung gibt und ich vertraue nicht Österreich, wenn es eine andere gibt. Und das sind Sympathiefragen in Wahrheit. Wo wir hinkommen müssten, ist, dass wir wirklich europäische Politik als Innenpolitik diskutieren und die Mechanismen, die kennen wir doch alle. Wie oft erleben wir, dass die neuen Landeshauptleute sich was ausschnapsen und dann ist Wien schuld. Na, und jetzt schnapsen sie 27 Außenminister was aus oder 27 Staats- und Regierungschefs und dann ist die EU schuld. Das ist ja, spricht ja nicht einmal gegen die EU, so wie es nicht gegen Österreich spricht, dass sie den neuen Landeshauptleute was ausschnapsen. Ja. Und letzter Satz. Ich merke, es ist eine Generationenfrage. Durch unseren Beitrittsprozess, Leute, die das gar nicht anders kennen, junge Leute, sozialisiert sind in der Europäischen Union, für die ist das Innenpolitik und so aus. Und in Deutschland ist das schon bei allen so. Wir haben diesen Schnitt mit dem Beitrittsprozess.
Okay. Vielleicht nur ganz kurz zu, weil Sie die Fragestellung auch unserer Grafiken angesprochen haben. Natürlich kann man über die diskutieren und ginge das natürlich auch noch konkreter. Das gibt es ja auch im Eurobarometer. Es geht ja letztlich aber auch um diesen Unterschied zwischen dem europäischen Durchschnitt und Österreich. Und ich glaube, das verdeutlichen diese Grafiken doch sehr klar. Herr Müller, kommen wir zurück zur eigentlichen Frage, nämlich wie gelingt es der Politik, und damit meine ich jetzt die europäische Politik, aber auch die nationalstaatliche Politik, die Bevölkerungen jeweils auch mitzunehmen, gerade in dieser schwierigen Situation, und dass das alles extrem komplex ist und nicht wirklich ein Spaziergang. Da, glaube ich, sind wir uns auch alle einig. Aber wie gut gelingt es, die Bevölkerung mitzunehmen? Und mitnehmen heißt ja wohl auch der Bevölkerung oder den Bevölkerungen reinen Wein einzuschenken. Gelingt das in ausreichendem Maße? Passiert das in ausreichendem Maße? Ja, das ist eine Frage, die wird die Zukunft weisen. Ich möchte vielleicht ganz kurz noch auf einen vorherigen Punkt eingehen, und das ist, dass wir jetzt doch hier schon seit einiger Zeit über die Neutralität sprechen. Ich denke, die sicherheitspolitische Debatte in Österreich steht vor einer Situation, wo sich weltpolitisch sehr viel geändert hat, wo sich in der europäischen Nachbarschaft sehr viel geändert hat und wo sich in der europäischen Sicherheitspolitik sehr viel geändert hat. Deutschland hat einen Schwenk gemacht oder eine Neuorientierung, wenn man so will, in wesentlichen Bereichen. Wir haben Finnland und Schweden schon angesprochen. Und Österreich steht jetzt vor der Frage, welchen Beitrag möchte es leisten, welche Rolle möchte es spielen. Und das ist nicht rein eine Frage von, wie gehen wir mit der Neutralität um, sondern erstmal eine Frage, wo möchte Österreich denn hin und welche Rolle spielt dann die Neutralität? Und man sollte erst einmal das Ziel definieren. Und ich glaube, da gibt es ganz wichtige Dinge zu klären. Wie können wir die Resilienz Österreichs stärken? Ja, Diversifizierung ist ein ganz wichtiger Punkt. Und auch die Frage der Energiepolitik und einer stärkeren Unabhängigkeit von fossiler Energie und welche Rolle spielen da Erneuerbare. Also das ist eine viel, vielschichtigere Debatte, die dann oft eben einfach schnell in die Neutralitätsfrage driftet. Und ich glaube, da fehlen wichtige Elemente. Zu dem Punkt, wie können wir die Bevölkerung mitnehmen? Ja, ich glaube auch, dass es erst einmal klar Position bezogen werden muss. Und ich glaube, das hat der Außenminister eigentlich gemacht. Man hat gesagt, man ist politisch, hat man eine Wertegesinnung, man ist militärisch neutral. Das heißt, man ist dann auch in diesem Konflikt, weil es ja auch ein Konflikt zwischen Systemen und Werten ist, mit eingebunden. Und natürlich, wenn man da auch beteiligt ist, dann muss man auch vermitteln der Bevölkerung, dass das nicht einfach ist, dass in so einer Situation ist einfach kein Business as usual. Es ist eine schwierige Situation. Und man muss natürlich auch versuchen, der Bevölkerung zu vermitteln, dass man alles tut, auch um die Kosten abzufedern. Gut möglich, dass man auch solche Maßnahmen so steuert, dass man besonders vulnerable Gruppen auch besonders schützt. All diese Dinge sind wichtig. Und ich glaube, eine qualitativ hochwertige sicherheitspolitische Debatte ist auch etwas, was eine Bevölkerung überzeugen kann und Sicherheit schaffen kann, auch was jetzt diese Umfragen angeht, die Sie dann aufgezeigt haben. Mhm. Vielen herzlichen Dank. Raffaella Scheidreiter, jetzt wissen wir alle, dass es diese notorischen Quertreiber, ich nenne es jetzt einmal so und setze das unter Anführungszeichen, vielleicht diesen Begriff gibt. Wie schwerwiegend wirken sich denn die Probleme mit Ihnen auf die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik aus? Und um es ein bisschen konkreter zu machen, ich meine damit ja nicht nur Staaten wie Ungarn zum Beispiel, sondern auch die teilweise starken antieuropäischen und oft prorussischen Kräfte in manchen Mitgliedstaaten. Letztlich sind ja dann doch immer wieder Wahlen zu schlagen in den Mitgliedstaaten. Und wir haben uns angesehen, wie die Wahlen in Italien ausgegangen sind zum Beispiel. Also wie schätzen Sie das ein für die unmittelbar nächste Zukunft? Wobei man sagen muss, im Fall Italien, Giorgia Meloni hat sich immer klar für Hilfe für die Ukraine ausgesprochen, hat sich auch hier von Matteo Salvini dann distanziert, der immer sehr pro-russisch gegolten hat und weiter gilt. Aber jetzt im größeren Kontext, ja, Sie haben Ungarn angesprochen. Wir haben bei den Verhandlungen für die vergangenen Sanktionspakete immer wieder gesehen, dass sich Ungarn hier Ausnahmen heraushandeln konnte, schlussendlich aber doch dann immer auch zugestimmt hat.
Wir wissen, dass in Ungarn Regierungschef Orbán auch immer wieder spielt mit einer etwas vielleicht pro-russischen Haltung, dann wieder doch eher pro-EU. Also er versucht ja auch immer bei den Sanktionen etwas für sich herauszuhandeln. Ich denke auch, wie Herr Müller schon angedeutet hat, dass die nächsten Monate, dass es hier ausschlaggebend sein wird, dass die Regierungen der EU-Länder es schaffen, gerade die Energiekrise, die Teuerung, also die Inflation für die Bevölkerung abzufedern. Also wir haben ja nicht nur in Österreich knapp 10%, wir haben in Bulgarien zum Beispiel fast 20%. Also das ist wirklich auch innerhalb der EU sehr unterschiedlich. Und ich glaube, der Grad, an dem sich dann die Regierungen messen lassen müssen, ist es auch insofern, inwiefern sie es schaffen, hier auch quasi die Menschen zu unterstützen. Das wird auch wohl dann auch den Rückhalt in der Bevölkerung für die Sanktionen, das wird sehr ausschlaggebend dafür sein. Und da in dem Zusammenhang ist es auch immer wieder zu sehen, wie auch die Deutungshoheit, also das Narrativ über den Krieg in den EU-Ländern ankommt. Wir sehen das schon, das ist nicht nur in Österreich, aber wie ich finde, im Vergleich zu anderen EU-Ländern in Österreich doch sehr ausgeprägt, dass hier immer wieder ein Verständnis für die russische Aggression gezeigt wird. Ein Verständnis dafür, dass sich, sehr salopp gesagt, Putin ja auch nur verteidigen musste, weil die NATO immer näher an Russland herangerückt sei. Man muss das aber, glaube ich, ganz klar auch einordnen. Es ist nicht so, dass die NATO das immer hinter dem Rücken Russlands gemacht hat, sondern es hat seit den 2000er Jahren hat es einen eigenen NATO-Russland-Rat gegeben, also regelmäßige Treffen. Genau. Es hat Russland eine eigene Botschaft, zum Beispiel hier in Brüssel, nahe des NATO-Hauptquartiers. Also ich glaube, das sind oft wirklich wesentliche Details, auf die man oft zu wenig eingeht, die aber durchaus, glaube ich, ausschlaggebend sind, um diesen Konflikt auch zu verstehen. Vielen Dank, weil Sie jetzt die Sanktionen noch einmal explizit angesprochen haben. Wir haben uns auch da angesehen, wie hier der Zugang bzw. die Haltung zu diesen Sanktionen ist. Da zeigt sich nämlich auch eine ziemlich klare Kluft zwischen dem EU-Durchschnitt und dem Österreich-Schnitt. Diese Frage polarisiert sehr stark. Die Sanktionen gegen Russland unterstützen 78% EU-weit, aber nur 64% der Österreicherinnen und Österreicher. Und noch eine andere Frage haben wir hier anzubieten. Die Zustimmung zur Finanzierung und Lieferung militärischer Ausrüstung für die Ukraine befürworten EU-weit 68%, aber nur 50% in Österreich, also nur jede und zweite und jeder zweite. Wie unumstritten, Frau Scheidreiter, und da möchte ich gleich mit Ihnen fortsetzen, ist denn die harte Haltung gegenüber Moskau hinter der Fassade? Und wir haben Sie heute eingeladen und in diese Sendung gebeten, weil Sie ja natürlich behind the scenes einfach sehr viel mitkriegen, also hinter der Fassade. Vordergründig werden die Sanktionen weitgehend mitgetragen, aber gibt es im Hintergrund auch so eine klare Einigkeit? Grundsätzlich lautet der Tenor auch bei den verschiedenen Treffen der EU-Ministerinnen und Minister oder bei den Staats- und Regierungschefinnen und Chefs, wir müssen reagieren, die Sanktionen sind richtig, denn es können nicht sein, dass quasi ein Land einfach mit Gewalt Grenzen verschiebt. Und da gilt einfach immer wieder die Sorge, oder die wird artikuliert, dass wenn Russland es jetzt schafft, in der Ukraine quasi gewaltsam und mit purer Gewalt den Willen durchzusetzen, dass vielleicht dann die baltischen Staaten oder zum Beispiel Moldau oder Georgien einfach die Nächsten sein werden. Insofern habe ich schon den Eindruck, dass einfach die Tatsache, dass es Sanktionen geben muss, wirtschaftlicher Ebene, weil militärisch will sich die EU ja quasi direkt nicht einmischen. Man kann darüber diskutieren, ob sie das nicht indirekt schon tut, indem sie einfach auch Waffen liefert und damit natürlich auch dazu beiträgt, dass dieser Krieg weiter geführt werden kann. Aber das ist ja, glaube ich, eine andere Diskussion, dass sich die EU hier einfach wirtschaftlich versucht, oder wirtschaftlich versucht, sich hier einfach einzumischen, um Russland auch, um die Wirtschaft Russlands einfach einbrechen zu lassen, damit auch der Krieg nicht weiter geführt werden kann. Da, glaube ich, gibt es kaum große Diskrepanzen, oder da gibt es nicht wirklich Diskussionen darüber, mit Ausnahme einiger Staaten, wie wir schon gesprochen haben, zum Beispiel Ungarn, wobei Ungarn, glaube ich, da auch immer durchaus, ja, zu Recht vermutlich auch immer als Beispiel genannt wird, aber es gibt auch viele andere Länder, die sich bei Sanktionen immer wieder
da Ausnahmen heraushandeln. Belgien zum Beispiel, großer Diamantenumschlagplatz Antwerpen. Belgien konnte sich nach wie vor einfach wehren, dass zum Beispiel der Import von Diamanten in die EU verboten wird. Also da gibt es immer wieder verschiedene Interessen. Ich habe es zuvor auch angesprochen, jetzt glaube ich die große Frage nach den vielen Sanktionspaketen, weil es gibt eigentlich, sagen wir salopp gesagt, keine großen Fische mehr, die die EU in ein Sanktionspaket schnüren kann, denn es ist relativ unwahrscheinlich, dass russisches Gas sanktioniert wird. Da würden sich einfach Länder wie Österreich, aber auch Ungarn weiter dagegen sperren, weil sie einfach noch zu abhängig sind von russischem Gas und solche Sanktionen müssen einfach einstimmig beschlossen werden. Ich glaube, davon unabhängig jetzt, wie es weitergeht mit den Sanktionen, wird sich die EU einfach die Frage stellen müssen, wie geht es weiter mit den Waffenlieferungen? Also hier gibt es schon auch Diskussionen, ob man diesen Geldtopf für Waffenlieferungen weiter aufstockt. Und es wird um die Frage gehen der Formulierungen. Also sollte es wirklich einmal zu Verhandlungen kommen oder sollten sich ernsthafte Verhandlungen anbahnen, was will die EU tun? Wie will sie sich in ihrer Formulierung positionieren? Wobei die Frage natürlich auch auf dem Tisch liegt, wird die EU überhaupt etwas zu sagen haben? Weil wir haben ja auch von Russlands Präsidenten Putin gehört, wenn er mit jemandem verhandeln will, dann ist das eigentlich, sind das eigentlich die USA. Also die EU ist in gewisser Weise sehr geografisch natürlich mittendrin in dem Konflikt. Ob sie geostrategisch dann auch etwas mitzureden hat, das ist momentan noch unklar. Herr Müller, ganz kurz vielleicht nur. Ich weiß, das ist ein vielleicht unwissenschaftlicher Zugang zu diesem Thema. Trotzdem frage ich Sie als Experten, haben Sie sich auch manches Mal die Frage gestellt, wie würden eigentlich andere handelnde Persönlichkeiten auf europäischer Ebene mit diesem Konflikt umgehen? Man muss nicht zurückgehen bis zur Gründergeneration der Europäischen Union, aber denken wir nur an Politiker wie, ich weiß nicht, Mitterrand, Kohl zum Beispiel, meinetwegen auch Blair oder bis hin zu Merkel. Glauben Sie, dass die anders reagiert hätten in dieser Situation als die jetzige Generation, die Persönlichkeiten, die jetzt an der Spitze sind? Worauf ich hinaus will, Sie merken das schon, ist die Frage des Leaderships, die man manches Mal vielleicht auch ein bisschen vermisst auf nationalstaatlicher Ebene. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir in der Europäischen Union momentan ein Leadership-Problem haben in dieser Frage, wie andere Generationen herangegangen wären an diese Thematik, ist eine interessante, eine hypothetische Frage. Ich denke, dass wenn wir Menschen nehmen wie Helmut Kohl, dass diese Leute ja sehr stark an der Nachkriegserfahrung dran waren und die haben wirklich sich vorstellen können, was es bedeutet, Krieg in Europa zu haben, und die waren eigentlich beseelt von dem Projekt Europäische Union, nicht als ein wirtschaftspolitisches Projekt, wie wir sie ja jetzt weitgehend oft wahrnehmen, sondern als ein friedensstiftendes Projekt, wo man Konflikte nicht mehr gewaltpolitisch lösen muss in Europa, was wir ja lange Zeit auch unter Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Laufe der Geschichte hatten. Und ich denke, dass das schon etwas ist, was der jetzigen Politikergeneration abging, diese Vorstellung, dass das möglich ist. Und ich glaube, dass wir so weit auch in der Abhängigkeit von russischem Gas uns begeben hat mit vielen Dingen zu tun, auch mit externen Einflüssen, die man auch thematisieren kann in dieser Sendung, aber auch mit einem Mangel an Vorstellungskraft, diese Option wirklich so weit zu denken, also in dieser Größenordnung. Und das ist schon ein Erwachungsmoment für die jetzige Politikergeneration, auf die sie sich einstellen musste, vielleicht immer noch ein Stück weit muss. Und ja, das wird auch das Weltbild prägen, denke ich. Und das gilt auch für die europäische Ebene. Also ich meine jetzt zum Beispiel Kommission bzw. Rat bzw. das dazwischen. Wenn wir den Hohen Vertreter zum Beispiel hernehmen, der so ein bisschen zwischen den Stühlen gewissermaßen sitzt oder beide Hüte irgendwie aufhat. Ich habe heute im privaten Umfeld so einen kleinen Test gemacht und einmal gefragt, wie der jetzt heißt im Moment. Und das Ergebnis ist ernüchternd. Also jemand wie Javier Solana zum Beispiel war zumindest noch vielen Europäerinnen und Europäern bekannt. Heute ist nicht einmal mehr das der Fall. Also wenn wir reden davon, dass Europa mit einer Stimme spricht, welche Stimme ist es dann nämlich auch wirklich sozusagen jetzt personifiziert? Ja, aber da muss man doch immer auch die Dinge irgendwo richtig gewichten. Ja, also Javier Solana war NATO-Generalsekretär
bevor er dieses Amt angetreten hat. Natürlich war er einer großen Öffentlichkeit dadurch schon bekannt, aber das Amt des Außenbeauftragten ist gestärkt worden. Er ist jetzt einer der Vizepräsidenten der Europäischen Kommission. Und ich glaube, dass schon auch in europäischen Institutionen ein starker Wandel der Sicht auf die internationale Politik stattgefunden hat. Es gibt einen Grund, warum von der Leyen von der geopolitischen Kommission gesprochen hat. Es gab unter Juncker schon viele Initiativen, verschiedene auch verteidigungspolitische Komponenten zu stärken in Europa. Also man hat schon gemerkt, ja, wir sind in einer Welt im Wandel und diese Vorstellung der internationalen Beziehungen, die ja stark aus dem Ende des Kalten Krieges kommt, ja, dass wir jetzt eigentlich mehr oder weniger Wirtschaftspolitik machen können, die NATO eigentlich fast schon obsolet ist und eine neue Rolle finden muss. All diese Debatten hatten wir ja jetzt in den Jahren nach dem Kalten Krieg. Und jetzt ist man an einem Moment, wo man wirklich sagt, wir müssen uns einstellen auf eine veränderte geopolitische Situation. Und da sind auch die Institutionen natürlich schon seit einiger Zeit haben die das auf dem Radar. Mhm. Vielen Dank. Übrigens heißt der Außenbeauftragte Josep Borrell. Nur damit wir das auch gesagt haben jetzt. Herr Brandstätter hat sich gemeldet, aber auch Herr Machetti. Ja, also fast alle. Ja, bitte. Ich würde da beim Herrn Professor gerne anschließen, weil ich ja 89, 90, 91 wirklich sehr viele Hintergrundgespräche mit Helmut Kohl erlebt habe. Und es war für mich faszinierend, wie der Kohl, der vorher, also vor 89, wo ihm schon immer wichtig war, dass Deutschland innerhalb einer Europäischen Union eingebunden ist. Das war nachher noch viel wichtiger, weil er Deutschland auf einmal viel größer war. Und Kohl als wirklich historisch bewusste Persönlichkeit auch wusste, was der Rapallo-Komplex ist, nämlich die Angst, die Deutschen tun sich mit den Russen wieder mal zusammen. Die Angst gab es nach dem Ersten Weltkrieg. Und dann dieser Begriff, der ja von Gorbatschow und Kohl gekommen ist, das gemeinsame Haus Europa, wo alle eine Wohnung haben. Das ist wirklich entwickelt worden. Und die Kollegin Scheidreiter hat ja aufmerksam gemacht auch auf die Kooperation mit der NATO. Es war ja so, dass Russland gesagt hat, ja, wir wollen, es ging ja nicht um einen Beitritt, aber Kooperation war auch vorgesehen. All das hätte ja weitergehen können, wenn dann nicht dann dieser KGB-Mann gekommen wäre. Und dessen Problem war ja, er hat ja am Anfang ab 2000, ist das Wirtschaftswachstum Russlands gewachsen, weil der Ölpreis gestiegen ist. Und irgendwann hat er gemerkt, das funktioniert nicht mehr. Und wenn heute wir von einem Fehler des Westens sprechen, dann sehe ich den Fehler nicht, dass die NATO sich ausbreiten wollte. Das ist ja blanker Unsinn. Wenn ein Volk wie die Esten oder Letten oder Polen sagen, wir wollen uns schützen durch die NATO, ist es deren Selbstbestimmungsrecht. Der Kollege Raimond hat es gesagt. Den Fehler habe ich eher gesehen, dass der Westen hätte verstehen müssen, dass das, was da an Oligarchenreichtum in Russland entstanden ist, eben nicht zu einer Mittelschicht in Russland geführt hat. Und deswegen die wirtschaftliche Entwicklung Russlands nicht so, wie wir es uns erwartet haben. Und das hat dann Putin die Radikalisierung ermöglicht. Und ich möchte nur den Schriftsteller Jerofejew zitieren, der gestern bei Anne Will gesagt hat, der Putin hat jetzt in Russland die Gewalt eines Hinterhofschlägers verbreitet und dafür Anerkennung gefunden. Und da hätte man müssen früher rein, dass der Westen gesagt hätte, wenn wir diesen Partner Russland wollen, muss es eine Mittelschicht geben, müssen wir die stärker entwickeln und vielleicht würde sich dann Putin mit seinen Gewaltfantasien schwerer tun. Und nach Putin, glaube ich, wird das Wesentliche nicht sein, ob jemand bei der NATO ist oder nicht, sondern wie der Westen organisiert, dass wir bessere Wirtschaftsverhältnisse haben, damit auch in Russland irgendwann Wohlstand entsteht. Mhm. Machetti. Also ich halte, nur um das auch festzuhalten, diese Erzählung, dass jetzt die angestrebte, nicht einmal wirklich, aber theoretisch angestrebte NATO-Mitgliedschaft jetzt ein Kriegsgrund wäre, den man rechtfertigen kann. Ich meine, 2014 war es die Annäherung zur Europäischen Union, jetzt war es die Annäherung zur NATO. Also ich habe das Gefühl, dass da eigentlich ganz andere Dinge dahinter stecken und dann noch Vorwände gesucht werden, um solche Schritte zu rechtfertigen. Ich glaube zwar auch in erster Linie bei der eigenen Bevölkerung, erst in zweiter Linie nach außen. Aber mir ist das Bild, was da gezeichnet wurde von der Europäischen Union, viel zu düster. Also dass man da jetzt an dem aktuellen Personal akute Zweifel hegt oder ähnliche Befürchtungen hat. Ich meine, warum ist die EU ein friedensstiftendes Projekt?
weil es eben nicht dort eine starke Person gibt, sondern weil uns bewusst ist, auch aufgrund unserer Geschichte, dass wir ganz unterschiedliche Kulturen sind, ganz unterschiedliche Prägungen haben. Also von Frankreich über Deutschland, über die osteuropäischen Länder, jeder hat seine Geschichte und wir sind vereint in dieser Unterschiedlichkeit und in diesen unterschiedlichen Kulturen. Es wäre ganz unnatürlich und es würde diese Friedensstiftung überhaupt nicht stattfinden, wenn wir versuchen würden, einheitlich zu sein. Deswegen glaube ich, ist das keine Schwäche, sondern eine Stärke. Und ich halte es für ausdrücklich eine Stärke, dass wir trotz dieser Unterschiedlichkeit und diesen vollkommen auch energiepolitisch unterschiedlichen Interessen diese Sanktionspakete zusammengebracht haben. Und ja, da gab es unterschiedliche Interessen, da hat man Dinge abgetauscht, aber das sind unterm Strich starke Pakete an Sanktionen, auf die sich alle geeinigt haben. Und ich halte das für ein starkes Signal. Und jetzt zu sagen, okay, da hat halt der eine das andere herausverhandelt, also das ist das Wesen der Europäischen Union und das Ergebnis ist stark. Und dass man auch sagt, in Österreich sind nur 64% davon überzeugt, dass die Sanktionen sinnvoll sind. Also bei welchem Thema sind wir uns in Österreich zu 64% einig, dass es gut ist? Das ist ja kein schlechter Wert. Also ich glaube, wir sollten da aufhören, so ein düsteres Bild zu zeichnen und eigentlich darauf stolz sein, ich bin es zumindest, wie auch die Europäische Union und auch die österreichische Bundesregierung und auch die österreichische Bevölkerung sich in diesem Konflikt verhalten haben und was wir zusammengebracht haben. Es hat auch der österreichischen Bundesregierung niemand zugetraut, dass wir die Versorgungssicherheit in dem Ausmaß sicherstellen mit einem Füllstand von 80% in den Speichern. Hat ja auch jeder belächelt und wir haben es geschafft. Ich glaube, wenn wir mit ein bisschen mehr positiver Energie und auch dem Kommunizieren von diesen Erfolgen diese Debatte führen würden, dann würden wir auch für mehr Überzeugung und Sicherheit sorgen. Absolut, aber bei 64% möchte ich auch nur noch mal hinweisen, einfach auf den Gap zwischen dem europäischen Durchschnitt und eben dem österreichischen Durchschnitt. Also das muss man schon. Trotzdem 64% Zustimmung. Ja, das ist schon richtig. Wert. Aber offensichtlich ist der europäische Durchschnittswert doch einfach höher. Ja, nämlich aber das ist ja ein Durchschnittswert, wenn man anschaut. Aber den Satz noch, zum Beispiel Polen, dass die natürlich da ganz massiv mehr Zustimmungswerte bei circa jedem Thema, das wir da diskutieren haben, wenn es gegen Russland geht, ist auch klar. Also ich glaube, man sollte auch nicht diesen Durchschnittswert irgendwie zu überbewerten. Okay, bitte, Herr Troch. Ja, ich würde gerne wieder zum eigentlichen Thema zurückkommen, die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Das ist eigentlich im Zentrum des heutigen Abends. Und ich finde es sehr, sehr verständlich und sinnvoll, dass die Europäische Union eine zurückhaltende Außenpolitik betreibt. Also ich wäre sowieso generell gegen eine offensive Militärstrategie. Ich glaube, dass die NATO die Bedeutung, die sie einmal hatte in der Konfrontation mit dem Kommunismus, dass diese Bedeutung auch geschrumpft ist und eine andere geworden ist. Das zum einen. Und ich würde mir für Österreich wünschen, wir sollten auch diskutieren, was sind die österreichischen Sicherheitsbedürfnisse. Und da, glaube ich, ist die Sicherung der gemeinsamen Außengrenze Europas eine ganz zentrale Frage. Ich kann natürlich der ÖVP und der FPÖ nicht den Vorwurf ersparen, wie Österreich die EU-Präsidentschaft unter Kurz hatte, ist zu dem Thema Sicherung der Außengrenze nichts weitergegangen. Gut, das ist jetzt vergebliche Mühe, darüber zu weinen. Wir sollten in die Zukunft blicken, aber ich glaube, das ist ein wesentlicher sehr Punkt. Die gemeinsame, ich muss sie auf den Punkt bringen, ich habe keine Stunde Zeit zum Referieren. Aber ich sage, da ist nichts weitergegangen. Und diese gemeinsame Sicherung der Außengrenze hat aber nichts mit der NATO zu tun. Das brauche ich und ich glaube, das brauchen wir. Und das ist auch der klare Wille in der österreichischen Bevölkerung, wo es ein ganz klares Ja gibt. Das haben Sie wahrscheinlich jetzt nicht abgefragt, aber ein ganz klares Ja. Gemeinsame Außengrenze Europas soll geschützt sein. Das heißt, wir sollten mehr in den europäischen Sicherheitsgedanken investieren als in die NATO. Hier gibt es ein unglaubliches Handlungsfeld. Und da hänge ich gleich an, auch etwas, was in Österreich auch nicht so populär ist, dass wir eigentlich ein Bundesheer haben sollten, das funktionieren soll. Und ich sage jetzt einmal, das österreichische Bundesheer funktioniert nicht. Es ist ja nicht einmal die Miliz. Bei den Übungen ist das Bundesheer hier in einem Zustand, dass die Milizeinheiten
gescheit und schnell transportiert werden. Das heißt, er würde noch eine Modernisierung des österreichischen Bundesheers betreiben. Wir haben auch Auslandsmissionen. Da geht es ja darum, dass unsere Soldatinnen und Soldaten gescheit und sicher ausgerüstet sind. Ich unterstütze die Auslandsmissionen. Da ist auch ein neutrales Land glaubwürdig, wenn wir neutral sind. Wir sind ja auf keiner Seite bei den Konfliktparteien. Okay. Und daher auch eine Auslandsmission und der Schutz der Außengrenze, und jetzt komme ich schon zum Schluss, lassen sich mit der Neutralität spielend leicht vereinbaren. Mhm. Herr Reimann und Herr Hübner dann. Ja. Mir ist teilweise diese Diskussion einfach zu defensiv und zu wenig, also jetzt nicht unsere, sondern die österreichische da immer drüber. Man kann die Neutralität, man muss nicht nur darüber diskutieren, ob man sie quasi irgendwie behalten will, sondern wie setzt man sie wirklich sinnvoll ein, finde ich. Wir haben die Situation, dass sich Europa, und zwar alle Mitgliedstaaten der Union, sehr bequem machen. Ja? Die Amerikaner haben mit Abstand das größte Militärbudget und die einen NATO-Mitglieder haben kein Interesse, eine eigene europäische Struktur aufzubauen, weil es eh die Amerikaner gibt. Die anderen, man muss sagen, in unserer Neutralität machen wir es uns auch wahnsinnig bequem, umgeben von NATO-Ländern. Man muss einmal an der NATO vorbei, bis man uns angreifen kann. Das hat dazu geführt, dass jetzt 40 Jahre lang ins Heer nicht investiert wurde und jetzt das erste Investitionspaket überhaupt wieder kommt. Wenn man ehrlich damit umgeht, dann haben wir ja in dieser Krise jetzt hoffentlich gelernt, dass in einem wichtigen Bereich von einem einzigen unzuverlässigen Partner abhängig zu sein, gefährlich ist. Wir haben es jetzt beim Gas und bei der Energiefrage von Russland gelernt. Wir lernen das hoffentlich rechtzeitig in der Chips- und Technologiefrage gegenüber China, weil sonst schauen wir irgendwann in einigen Jahren ziemlich blöd, wenn wir unsere Computer nicht mehr ausrüsten und reparieren können. Da habe ich das Gefühl, das Bewusstsein dafür ist schockartig gewachsen und kann sich was entwickeln. Ich hoffe, das passiert. Und wir haben das Problem auch in der militärischen Frage in Europa. Ich möchte mir nicht vorstellen, dass Trump jetzt US-Präsident ist, während Putin dort einmarschiert und dann, keine Ahnung, machen Sie die zwei aus, wie Sie haben wollen. Ja. Wir müssen, und das ist eine neutrale Aufgabe, finde, darüber reden, wie Europa selbstständig wird, sich von den Amerikanern auch in dieser Frage löst, eine eigenständige europäische Politik machen kann. Und wenn dann Europa selbstständig agiert, dann kannst du akademische Diskussion darüber führen, ob dann ganz Europa neutral ist oder als solches ein Militärbündnis ist. Aber das muss langfristige Vision sein. Deswegen wäre ich schon aus diesem Grund vollkommen dagegen, dass wir jetzt quasi auch der NATO beitreten, weil dann bleibt das für immer so. Im Gegenteil, nutzen wir unsere Sonderposition und drängen wir in die Richtung, dass Europa sich selbstständig macht. Nur eine Korrektur, das erste massive Investitionspaket wieder ins Bundesheer war unter einem sozialdemokratischen Verteidigungsminister, nämlich Doskozil. Ja, ja. Okay. Herr Hübner. So Massivität. Ja, es ist auch... Es ist interessant, dass auch von Grünen, also der früheren Friedensbewegten, da auf einmal diese Großmachtfantasien gesponnen werden. Also alle meinen jetzt, Europa muss mit einer Stimme sprechen, muss stark werden, wir brauchen eine neue Großmacht. Es gibt anscheinend zu wenig Großmächte und zu wenig Konfliktpotenzial. Je mehr Großmächte, desto mehr Wirbel gibt es traditionellerweise. Und da gibt es solche Modelle wie die Schweiz, das ist offenbar absolut ein Fehlschlag. Die Staaten wie die Schweiz, die haben es in den letzten 200 Jahren ganz schlecht gehabt. Oder Staaten, die nirgends dabei sind in Militärbündnissen wie Singapur beispielsweise oder Mauritius, denen geht es ganz schlecht. Aber wenn man in einer Großmacht ist, die mit einer Stimme spricht und auf der Weltbühne selbstständig auftritt, dann geht es uns gut. Das sollte man mal hinterfragen, um das schöne Wort zu verwenden. Und darüber kann man diskutieren, ohne antieuropäisch zu sein und ohne sanktioniert zu werden, weil man vielleicht ausschert aus irgendwelchen Dingen. Dann kann man sich auch überlegen, ob die Europäische Union selber so rechtsstaatlich ist, wie sie sich gibt. Ob es rechtsstaatlich ist, zum Beispiel ein Mitgliedsland wie Ungarn zu sanktionieren mit 7,5 Milliarden, nur weil ihnen die politische Richtung nicht passt oder zur ÖVP gesprochen, ob es gescheit war, Österreich zu sanktionieren im Jahr 2000, nur weil ihm die Koalition nicht passt. Ob das rechtsstaatliche Prinzipien sind und ob wir eine Supermacht wollen, die nach diesen Prinzipien... Ganz kurz, Herr Brandstätter, und dann gehen wir wieder zu Frau Scheidreiter. Ich habe gedacht, dass wir das geklärt haben. Die Schweiz ist neutral, ja, aber die Schweiz entwickelt ihre Neutralitätspolitik gerade weiter und in diesen Programmen steht drinnen, dass sie sich alleine
nicht verteidigen können, dass sie Partner brauchen. Deswegen ist das genau der Punkt und deswegen stimme ich da mit dem Kollegen Raimond überein, dass wir auch Partner brauchen und ich möchte auch, dass es europäische Partner sind, weil wir gemeinsame Interessen haben. Und Putin will das Gegenteil. Putin sagte, er möchte mit den Amerikanern verhandeln, was mit der Ukraine ist. Dann wird er vielleicht mit den Amerikanern verhandeln, ob er das, was der FPÖ-Freund Dugin will, nämlich in Europa ein paar kleine Staaten zusammenzufassen als Puffer zwischen Ost und West. Das macht dann da irgendein amerikanischer Präsident, den Präsidenten mit dem Putin aus und wir stehen in der Mitte und können uns nicht wehren. Nein, wir brauchen dieses starke, einige Europa und dann, und so rechtsstaatliche, und wenn jemand korrupt ist, dann kriegt er kein Geld und das ist das, was den Ungarn heute passiert, okay. Tut leid, aber dieses gemeinsame Europa, wo wir aufeinander aufpassen und das hat überhaupt nichts mit Großmachtfantasie zu tun, sondern und letzter Satz, hat sehr wohl was mit China zu tun, ich habe die Zahlen rausgesucht, 2008 haben die Chinesen ein Drittel der Amerikaner für Forschung ausgegeben, 2014 haben sie bereits die EU überholt, sie sind weit vor uns und sind fast dort, wo die Amerikaner sind und wenn es um künstliche Intelligenz geht, können wir Europäer nicht einmal mehr mitreden, weil wir es nicht gemeinsam machen. Das heißt, wenn wir nicht militärisch, sondern im Kräftemessen von Forschung und Wirtschaft mithalten wollen als Europa, können wir das nur gemeinsam und nicht wir kleines Österreich. Zurück zu unserem eigentlichen Thema und da möchte ich, Frau Scheidreiter, auf ein Spezialthema zu sprechen kommen mit Ihnen oder auf einen ganz speziellen Aspekt, den ich schon in der Begrüßung angesprochen habe, nämlich das Einstimmigkeitsprinzip, das der deutsche Kanzler Olaf Scholz in der europäischen Außenpolitik ja jetzt in Frage gestellt hat. Können Sie uns da einfach einen Überblick geben, wie da der Stand der Diskussion in Brüssel ist? Das Einstimmigkeitsprinzip, ein großes Streitthema, immer wieder ein Diskussionsthema. Es gibt gewisse Bereiche in der EU, gewisse Vorhaben und Pläne, welche die EU-Länder einstimmig verabschieden müssen. Das ist zum Beispiel bei Steuerfragen, zum Beispiel auch bei Sanktionsfragen, sehr oft eben bei außenpolitischen Vorhaben. Und es gibt immer wieder, vor allem auch aus dem EU-Parlament, Bestrebungen, um zu sagen, heben wir dieses Einstimmigkeitsprinzip auf, gehen wir hin zu einem Mehrheitsbeschluss, sprich, dass eine Mehrheit von EU-Ländern reicht, um ein gewisses Vorhaben auf den Weg zu bringen. Denn dieses Einstimmigkeitsprinzip hat einfach zur Folge, dass Länder immer wieder ein Veto einlegen können, um zu sagen, nein, wir machen nicht mit und das blockiert dann das gesamte Vorhaben. Jetzt haben Sie gesagt, Olaf Scholz, der deutsche Bundeskanzler, hat zuletzt gemeint, überlegen wir uns das mit dem Einstimmigkeitsprinzip. Was er aber nicht gesagt hat, ist, von welchen Bereichen er spricht. Denn Einstimmigkeit, kann man sagen, gehen wir weg vom Einstimmigkeitsprinzip, wenn es um außenpolitische Entscheidungen geht, wenn es zum Beispiel um Fragen auch der Sanktionen geht. Da bin ich sehr, sehr skeptisch, ob das wirklich durchgeht, denn um die Einstimmigkeit aufzuheben, muss man einstimmig quasi zustimmen. Und es sind ja gerade kleinere Länder, auch Österreich zum Beispiel, die, sagen auch immer wieder Expertinnen und Experten, von diesem Einstimmigkeitsprinzip eigentlich profitieren. Denn es gibt dann große Zugpferde wie Deutschland und Frankreich, die sich auf etwas einigen, für deren Wirtschaft, für deren Volkswirtschaft das zum Beispiel etwas ganz gut sein kann. Aber da haben dann kleinere Länder immer wieder die Möglichkeit, das auch quasi in ihrem Sinne von sich zu weisen und zu sagen, nein, wir können da einfach nicht mit. Und das ist natürlich auch ein Thema jetzt gerade jetzt auch in der Verteidigungspolitik. Also sehr, sehr zugespitzt formuliert, sollte sich die Europäische Union auch wirklich militärisch enger zusammenschließen, sollte Österreich dann auch als Teil, es ist ja obwohl Österreich neutral ist, auch Teil dieser EU-Verteidigungspolitik, auch Teil einer EU-Eingreiftruppe, die gerade im Entstehen ist. Dann ist natürlich die Frage, was würde das bedeuten, wenn Österreich überstimmt wird, wenn es um verteidigungspolitische Fragen geht. Also einfach zu sagen, Einstimmigkeit aufheben. Ich glaube, da muss man schon wirklich auch nuancieren und akzentuieren, in welchen Bereichen. Und ich bin da sehr skeptisch, dass es gerade in Sanktionsfragen geht. Beispiel Österreich. Österreich könnte dann überstimmt werden, wenn es zum Beispiel darum geht, Gas aus Russland weiter einzukaufen. Und das, glaube ich, ist gerade im aktuellen Zustand und in der aktuellen Lage eigentlich undenkbar.
Sie haben ja unsere Diskussion hier im Studio verfolgt. Da ist sehr viel jetzt auch zuletzt über die NATO und die EU die Rede gewesen. Die militärische Unterstützung der Ukraine läuft ja in erster Linie auf bilateraler Ebene bzw. über die NATO, mal abgesehen davon, dass der größte Teil der Hilfe ja von den USA kommt. Wie würden Sie denn die Stimmen beschreiben oder wahrnehmen? Wie laut sind die, die auch auf militärischer Ebene mehr EU und weniger NATO fordern? Also wir sehen seit Ende Februar, dass sich die EU, dass sich die EU-Länder durchaus mehr Gedanken darüber machen. Viele sagen auch, das ist jetzt ein Aufwachen nach Jahrzehnten des Tiefschlafs. Wie kann sich die EU auch militärisch verteidigen? Es hat bis jetzt einfach nie wirklich quasi das Bedürfnis gegeben oder einen Grund, sich ernsthaft darüber Gedanken zu machen. Und Sie haben es auch zuvor schon angesprochen, die EU hat sich da doch, weil natürlich auch bisher 20 der 27 EU-Länder NATO-Mitglieder waren, bald soll es 22 sein, wenn Schweden und Finnland beitreten, da hat man sich natürlich immer sehr auf die USA verlassen, hat natürlich dann unter Donald Trump gesehen, das war vielleicht nicht so eine gute Idee. Wir haben aber jetzt auch aus EU-Sicht noch etliche EU-Länder, gerade Polen, gerade auch die baltischen Länder, die etwas zögern, wenn es darum geht, sich militärisch in der EU mehr zusammenzuschließen, auch aus Sorge damit, die USA etwas zu vergraulen, quasi den wichtigsten NATO-Partner. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, den EU-Ländern schon klar und nicht zuletzt liegt es momentan auch an einem Österreicher, Robert Brigger, ehemaliger Generalstabschef, ist zurzeit der Vorsitzende des EU-Militärausschusses. Das heißt, er berät auch den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, dessen Name zuvor schon gefallen ist. Er leitet auch den Zusammenschluss der höchsten Generäle der EU-Länder, um quasi einen einheitlichen Weg auch der EU-Länder zu koordinieren, wenn es darum geht, gemeinsam Ausrüstung zu beschaffen, damit es da nicht zu Doppelgleisigkeiten kommt. Also ich habe da schon den Eindruck, dass sich die EU-Länder, was jetzt eine gemeinsame Verteidigung zum Beispiel angeht oder eine gemeinsame Strategie, hier mehr und mehr zusammenschließen. Natürlich ist immer wieder die Gefahr der NATO irgendwie zu signalisieren, wir wollen da jetzt einen eigenen Weg bestreiten. Allerdings auffällig war schon, dass gerade NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei all den Treffen der EU-Verteidigungsministerinnen und Minister jetzt immer anwesend war. Also ich habe den Eindruck, da wird schon sehr auf Kooperation gedrängt, damit der eine dem anderen, damit alles parallel geht und sehr transparent abläuft. Vielen Dank, Herr Müller, vielleicht auch an Sie die Frage noch, soll sich eigentlich die EU stärker von der NATO emanzipieren? Also ich glaube erstmal, dass diese Debatte ja sich auch entwickelt hat und verschieden geführt wird. Und ich glaube nicht, dass erst seit Donald Trump Europäern klar sein soll, dass es eine klare Erwartungshaltung gibt in Washington, dass sich Europäer stärker für die eigene Sicherheit engagieren sollen, sondern das sind Dinge, die sind schon sehr lange artikuliert worden und auch sehr deutlich artikuliert worden. Es geht den Amerikanern immer mehr darum, dass sie sich stärker auch im pazifischen Raum gefragt fühlen und denken, dass Europäer, die ein Bruttosozialprodukt haben, was sehr ähnlich ist wie das amerikanische, durchaus in der Lage sein sollten, da eine größere Aufgabe zu schultern. Da geht es dann um diese 2% immer, aber für Europäer natürlich auch, wie verwenden wir die Mittel, wie viele Synergien schaffen wir. Es gibt unglaubliche Verdoppelungseffekte, es ist sehr ineffizient, 27 Mitgliedstaaten mit unterschiedlichen Verteidigungspolitiken etc. So da glaube ich, es gibt eine andere Erwartungshaltung. Ich denke, dass es gerade in der jetzigen Situation ja schon fast fahrlässig wäre, sich zu überlegen, sollen wir uns von der NATO abkoppeln. Und da denke ich schon, dass man auch, weil wir hier darüber diskutiert haben, wie schwach ist eigentlich Russland militärisch. Natürlich ist jetzt offenbar worden, dass es da große Schwierigkeiten gibt. Aber die Stärke der Ukraine hat ja auch sehr viel damit zu tun, was die Amerikaner davor an Unterstützung geleistet haben, auch andere Länder. Das ist nicht von ungefähr gekommen. Und dadurch spielt die NATO weiterhin eine wesentliche Rolle in der europäischen Sicherheitsarchitektur. Also ich denke, es geht nicht um Entkoppeln, sondern es geht darum, wie man jetzt den europäischen Beitrag in Kooperation mit der NATO definiert. Mich würde auch noch Ihre Position interessieren, betreffend der Diskussion, die wir vorher so leidenschaftlich geführt haben, nämlich wie viel Europa braucht es, mehr oder weniger, oder gar eine Supermacht. Europa, was ist da Ihre
Ihr Zugang? Schauen Sie, ich denke, dass man ja auch Europa nicht kleinreden muss. In vielen Bereichen ist Europa ja, und wenn wir von Einstimmigkeit reden, ja, da reden wir ja von wenigen Bereichen, ja, wo man das noch braucht, in der Außen- und Sicherheitspolitik, in der Finanzpolitik, sind die meisten Bereiche auch ganz viele interne Politiken der EU, die eine außenpolitische Dimension haben, sind über qualifizierte Mehrheiten mittlerweile zu entscheiden. Ja. Mhm. Und in der Handelspolitik ist die Europäische Union stark, in vielen anderen Sachen auch. Und da glaube ich, dass man in einer Welt, in der wir jetzt leben, schon auch sich bewusst machen muss, dass wenn man sozusagen the European way of life bewahren will, ja, dass die Europäische Union da schon ein Vehikel ist. Ja, weil man sich ja nicht nur sicherheits- und verteidigungspolitisch durchsetzen muss, auch wirtschaftspolitisch, Sie haben es angesprochen, auch forschungspolitisch in ganz vielen Bereichen. Ja, also da denke ich schon, dass man da gut aufgestellt ist. Denken Sie, wenn es Fragen geht, Datenschutz und Internetfirmen zu regulieren. Glauben Sie, dass Österreich das alleine machen kann? Also das ist doch eigentlich offensichtlich. Okay, vielen Dank. Michel Raimond hat sich noch kurz gemeldet. Es gibt nur einen Punkt, den wir nicht angesprochen haben und der wirklich wichtig ist, und das ist die atomare Bedrohung, weil ohne der kann man, glaube ich, die ganze Logik nicht verstehen. Die drei baltischen Staaten, Estland, Lettland, Litauen, Finnland dazu, auch die Polen und die Schweden fühlen sich, das kann man in Österreich so nicht nachempfinden, wenn man nicht mit Politikerinnen von dort gesprochen hat, wirklich seit 10, 15 Jahren bedroht von Putin. Und zwar schon, die haben das schon vor 10, 15 Jahren gesagt und fühlen sich jetzt natürlich bestätigt durch diesen Angriff. Ja. Die wollen unter dem Schutzschirm der Amerikaner sein. Ja. Deswegen treten die Finnen jetzt sogar extra der NATO bei. Und die Logik dahinter ist auch eine atomare. Putin sitzt auf 6.500 Atomsprengköpfen. Deswegen ist halt die ganze Erzählung von wegen, er wäre durch das Näherrücken der NATO bedroht, völliger Nonsens. Niemand greift ein Land an, das sie auf Knopfdruck mit 6.500 Atomsprengköpfen wehrt. Das ist völliger Nonsens, dass Russland angegriffen werden könnte. Aber die Union hat keine Atomsprengköpfe. Frankreich als einzige verbliebene Atommacht hat 300 gegen die 6.500 der Russen. Die Amerikaner haben auch über 6.000. Das Einzige, was dieses Gleichgewicht zu Putin herhält, sind jetzt die Sprengköpfe der Amerikaner aus Sicht von Estland, Lettland, Litauen, Finnland. Deswegen geht Finnland unter diesen Schutz dieser über 6.000 amerikanischen Atomsprengköpfe. Und das kann ja bitte aus österreichischer Sicht auch nicht die Zukunftskonstruktion sein. Jetzt werden wir hoffentlich nicht selbst 6.000 aufbauen wollen. Die Antwort kann ja nur sein, dass man an einer Zeit nach Putin arbeitet und diese 6.000 russischen Atomsprengköpfe wegkriegt, damit wir europäische Sicherheitspolitik machen können, die über sowas nicht einmal nachdenken muss in der unmittelbaren Bedrohung. Muss man über China dann auch wieder reden, aber da waren wir vorhin in der Pazifik-Diskussion, das sprengt jetzt diesen Rahmen hier. Mhm. Ja. Aber wir müssen sozusagen, wir können das nicht aus der österreichischen Position diskutieren, sondern aus Sicht der Nachbarländer Putins. Und da ist das eine direkte Bedrohungsfrage, eine atomare. Mhm. Ich will nur einen Punkt aus Sicht Österreichs einbringen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir der Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips bei der gemeinsamen Sicherheits- und Außenpolitik folgen. Für mich wäre das eine massive Einschränkung der österreichischen Neutralität. Die SPÖ hat hier eine klare Position. Die Geschichte der Europäischen Union ist eine Geschichte der Einschränkung der Einstimmigkeit. 1986 die einheitliche europäische Akte, 2009 Vertrag von Lissabon. Immer mehr wird mehrheitlich entschieden. 66% der Bevölkerung Europas, Staaten, die diese 66% haben, damit die großen Länder Europas geben jetzt schon bei den qualifizierten Mehrheiten den Ton an. Und die Volksabstimmung in Österreich über den EU-Beitritt, das war vor Lissabon. Also jetzt durch die Hintertür auch noch die Einstimmigkeit bei der gemeinsamen Sicherheits- und Außenpolitik abzuschaffen, wäre ein hinters Licht führen der Bevölkerung vor dem Hintergrund, über welche Bedingungen wir abgestimmt haben, 1994 und 1995 beigetreten sind.
Daher ein klares Nein, hier weiter die Einstimmigkeit einzuschränken. Vielen Dank dafür. Ein letztes Thema habe ich noch. Ich weiß, es ist auch gefährlich, das jetzt noch aufs Tapet zu bringen. Aber ich möchte diese Sendung nicht beenden, ohne auch darüber gesprochen zu haben, nämlich über das Thema EU-Erweiterung. Neue Mitglieder von Ukraine über Moldau, Georgien bis hin natürlich zu den Staaten am Westbalkan. Herr Müller, ganz kurz, wenn Sie uns da noch einen Impuls geben für eine Schlussrunde zu diesem Thema. Ja, also ich glaube, dass die Debatte wird jetzt wieder an Leben gewinnen. Man sieht es schon. Aber sie ist doch verknüpft auch vom deutschen Bundeskanzler dann immer mit der Frage, wie reformieren wir die EU, um sie fit zu machen für so eine Erweiterungsrunde. Und da ist man dann auch bei Fragen der Einstimmigkeit in bestimmten Bereichen. Aber man ist natürlich auch bei Fragen, die dann wieder auch Themen betreffen, die wir angesprochen haben, also Ungarn und Polen, Staaten, die sich im Artikel 7-Verfahren befinden, Staaten, die sich auch in einem Verfahren befinden, wo es jetzt um die Rechtsstaatlichkeit konkret geht und um die angesprochenen Zurückhaltungen dann von EU-Geldern, weil die eben nicht gesichert verwendet werden dort. Also dann ist die Frage, wenn wir von den Mitgliedern reden, von denen wir jetzt reden, wenn die jetzt in einem schnellen Prozess aufgenommen werden würden, bräuchte man sicher Mechanismen in der EU, dass wenn sich Staaten nicht mehr wertekonform verhalten, dass man dann auch starke Instrumente hätte. Da würde man fast diese Konditionalität, die eigentlich im Erweiterungsprozess angelegt ist, mit hineinnehmen in die Gemeinschaft. Ich kann mir nicht vorstellen, eine Europäische Union, wie sie jetzt verfasst ist, dass sie schnell Länder aufnehmen könnten, die jetzt viele von diesen Ländern aufnehmen könnte, die jetzt Beitrittskandidaten sind, weil dort ganz bestimmte, ganz wichtige Rahmenbedingungen nicht stimmen und man es gesehen hat am Beispiel Ungarn und Polen, was einen das dann in der Folge für Schwierigkeiten bereiten kann. Helmut Brandstedt. Mit dem Johannes, unserem Kommissionsvizepräsidenten, über das Thema vor 2 Jahren gesprochen und der hat damals gesagt, ja zu Aufnahmegesprächen, ja. Das erste Kapitel muss Rechtsstaatlichkeit sein, dann machen wir alles andere und dann noch einmal Rechtsstaatlichkeit. Und ich finde, das ist richtig gesagt. Zweitens, weil das Thema Ukraine aufgetaucht ist. Ich habe viel Kontakt mit Abgeordneten dort. Und alle sagen sie, ja, wir haben ein Korruptionsproblem. Und deswegen wollen wir auch keinen Fast-Track in die Union hinein, sondern wir wollen, ja, tolle Abgeordnete, Männer und Frauen, die mir sagen, wir wollen auch diese Beitrittsgespräche nutzen, um hier Korruption abzubauen, unmöglich zu machen als Teil eben einer gemeinsamen Europäischen Union. Und das muss man, glaube ich, auch anerkennen. Und was Balkan betrifft, sind wir aber wieder in der Weltwetterlage. Natürlich wissen wir, dass die Chinesen dort massiv mit Geld hineingehen, um aber diese Staaten abhängig zu machen, nicht um sie zu unterstützen. Da müssen wir hinein. Und deswegen ist das ein wesentlicher Punkt, warum wir natürlich auch schon vor dem Beitritt, da muss es Zwischenstationen geben, damit diesen Staaten klar ist, sie gehören natürlich zu Europa, wir wollen natürlich zusammenarbeiten, aber es muss Reformen gehen. Ich möchte nicht in einer EU von, ich weiß nicht wie viel dann, 5, 6, 37 sein, wo der Nachfolger von Herrn Vucic bei irgendwas aufsteht und sagt, nein, und damit ist das Thema vorbei. Also natürlich brauchen wir da Reformen, aber dann muss es dieses gemeinsame Europa geben und wir wissen, dass die Menschen dort daran glauben und wir wissen auch, dass wir, wenn ich das zum Schluss noch was Positives sagen darf, wir hatten alle das Glück, dass wir hier aufgewachsen sind, ja, weil uns, allen Anti-Amerikanern sage ich das auch gern, der Marshallplan uns geholfen hat, den die Tschechen oder Ungarn nicht annehmen durften. Wir haben hier Wohlstand aufgebaut, wir haben die Verantwortung dafür, dass wir das in ganz Europa machen können. Mhm. Vielen Dank, Herr Hübner. Dann Herr Marchetti. Ja, Kollege Brandstetter, wir haben ja einen Wohlstand, weil wir keinen Kommunismus gehabt haben wie die Tschechen, Ungarn und so weiter. Deswegen haben wir den Wohlstand aufgebaut und nicht wegen einem Marshallplan. Mit Hilfe der Amerikaner? Ja, das hat ganz Westeuropa hat diesen Wohlstand aufgebaut. Ja, weil es über einen Marshallplan geht. Ja, schon, aber das wäre nicht der Grund, warum hier Wohlstand herrscht und warum im Osten kein Wohlstand herrscht. Der Marshallplan war ja mit heutigen Begriffen geringfügige Mittel, aber das führt jetzt zu weit. Ich möchte nur eines sagen, zum Herrn Reimann noch einmal. Wir können nicht nur die ganze Diskussion aus österreichischer Sicht führen, sondern in dieser Runde müssen oder sollen wir die Diskussion aus österreichischer Sicht führen und nicht aus baltischer oder polnischer Sicht. Ja. Das ist eine Sicht, die sehr merkwürdig ist, dass man sagt, wir können aus österreichischer Sicht nicht mehr diskutieren. Wir müssen. Und aus österreichischer Sicht, das hat der Herr doch richtig gesagt, wäre es ja geradezu Hochverrat,
eine Lösung, die auch in den wenigen noch verbliebenen Sachgebieten das Einstimmigkeitsprinzip aufgibt, anzuvisieren. Das zu machen für einen Staat von der Größe Österreich in entscheidenden Fragen wie zum Beispiel Außenpolitik, Sanktionen, kriegerische Handlungen, Truppenentsendungen, das wäre etwas, was ich mit den Worten unseres Bundespräsidenten gesprochen als Hochverrat ansehen würde. Mhm. Etwas ja. Letztes noch, und dann bin ich schon fertig, noch einmal zur Rechtsstaatlichkeit. Ganz wichtig, dass die Rechtsstaatlichkeit hier in der EU einzieht, die existiert ja nicht. Es existiert Rechtswillkürlichkeit. Es werden ja nicht die Staaten verfolgt, die von Korruption geplagt sind, wie Griechenland, Süditalien, Rumänien oder Bulgarien, weiß ich aus der Anwaltschaft, wie es da wirklich zugeht, sondern es werden Staaten verfolgt, die nicht perfekt sind in der Rechtsstaatlichkeit, wo Korruption herrscht, aber die Gold sind gegen andere Staaten, die nicht einmal erwähnt werden in den Rechtsstaatlichkeitsberichten, weil sie politisch korrekte, gewünschte Regierungen haben. Und da sind wir wieder zurück beim Problem 2020, Sanktionen gegen Österreich, wenn eine nicht politisch korrekte oder nicht gewünschte Regierung eingesetzt wird, Sanktionen. Das ist ein zentrales Problem und da brauchen wir von weiteren Stärkungen der EU oder von Rechtsstaatlichkeit nicht reden, wenn wir diese Grundsätze vor unseren Augen mit Füßen getreten sehen. Mhm. Danke. Bitte, Herr Marchetti. Ich glaube, Sie haben mit einer Analyse fundamental Unrecht und zwar mit diesem Vergleich mit den Sanktionen gegen Schwarz-Blau im Jahr 2000. Damals wurde wirklich tatsächlich, und das kritisiere ich, ein Wahlergebnis, ein demokratisches, sanktioniert. Wenn wir über Ungarn reden, werden da konkrete politische Handlungen sanktioniert. Und zwar die massivst gegen das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit sind in der Gerichtsbarkeit. Und nur in Ungarn. Und das ist ein wesentlicher Unterschied, der es unmöglich macht, diese beiden Dinge zu vergleichen. Aber unabhängig davon, um zurückzukommen zum Thema, also ich glaube, dass man als österreichischer Abgeordneter, und da gebe ich Ihnen recht, tatsächlich nicht für eine Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips sein kann, weil Österreich, und die Kollegin hat es auch gesagt, enorm davon profitiert. Wir haben nicht diese informelle Macht wie Deutschland. Also wäre ich ein Olaf Scholz, würde ich das auch fordern. Aber wir haben diese informelle Macht nicht, diese Größe und diesen wirtschaftlichen Einfluss, dass wir das kompensieren könnten. Ich glaube, wir würden uns damit massiv schwächen. Und deswegen halte ich das auch für wichtig, dass wir das nicht tun. Und zur Erweiterung, unsere EU-Ministerin Caroline Edtstadler sagt das immer und ich kann das unterstützen. Ich glaube, dass die EU ohne den Westbalkan nicht komplett ist. Das halte ich für geostrategisch extrem wichtig, dass wir diese Region nicht vollkommen links liegen lassen, sondern sie, und sie wollen ja auch integrieren. Ich glaube nur, man sollte das nicht überstürzen, sondern sehr wohl auch es an die ganzen Bedingungen knüpfen, die wir auch klar geregelt haben. Aber wir müssen diese Blockadehaltungen, wie zum Beispiel auch Frankreich hat gegen Nordmazedonien und Albanien, die müssen wir lösen, weil ich glaube, das ist wirklich eine Zukunftsfrage für die Europäische Union. Zum Westbalkan. Also ich glaube, wie Kommissionspräsidentin von der Leyen rausgegangen ist und der Ukraine sofort quasi einen Blankoscheck für den EU-Beitritt ausgestellt hat, das war eine Watschen ins Gesicht der Westbalkanländer. Also die Westbalkanländer, da gebe ich dir vollkommen recht, warten schon seit langem auf konkrete Verhandlungen. Da gibt es einen Beitrittskandidatenstatus und es wird über die wesentlichen Dinge nicht gesprochen. Auch der Status vom Kosovo, der ein komplexer ist, über das wird auch nicht gesprochen. Hier gibt es wirklich Handlungsbedarf. Ich sage zuerst der Westbalkan, das ist auch für uns Österreicher, für die starke Migration aus den Westbalkanländern auch ein innenpolitisches Thema sogar. Der Westbalkan hat ganz klar Vorrang vor der Ukraine. Und die Ukraine ist im Moment als Beitrittsland überhaupt nicht finanzierbar. Vielen Dank. Michel Raymond war noch nicht dran in der Schlussrunde. Bitte. Kurze Frage noch. Also ja, ich glaube, da gibt es einen breiten Konsens. Westbalkan ist ein österreichisches Interesse, gehört nahe herangeführt. Ich teile aber auch die Einschätzung, die Union selbst ist kaum erweiterungsfähig. Wir haben jetzt dort eine Landeshauptleutekonferenz mit 27 Landeshauptleuten und wenn es 32 sind, kommt nur weniger weiter. Also da muss man reformiert werden. Dann sind wir genau damit bei der Einstimmigkeitsdebatte. In der Außen- und Sicherheitspolitik ist es sicher mit Abstand das allerletzte, wo das fallen kann, gerade durch den Neutralitätsstatus mancher Länder in anderen Bereichen.
können wir politikfähiger werden und das aufgeben und müssen weniger machen. Und eins Letztes muss ich noch sagen, es gab keine Sanktionen der Europäischen Union gegen Österreich unter Schwarz-Blau. Die hätten Einstimmigkeit erfordert, dann hätten sie selber zustimmen müssen. Deswegen könnte es gar nicht gegeben haben. Was es gegeben hat, ist, dass Regierungen souveräner Staaten selber entschieden haben, dass sie nicht mit Rechtsextremen zusammenarbeiten wollen. Das steht jeder Regierung frei. Okay, vielen Dank. Raffaella Scheidreiter, zum Schluss noch mal nach Brüssel. Ich weiß nicht, ob Sie zum Thema Erweiterung noch etwas sagen wollen. Kann ich gerne, ja. Mhm. Wenn ich die Wortmeldungen angehört habe. Es hat auch in Brüssel oder unter den EU-Ländern, unter den Vertreterinnen und Vertretern der Regierungen durchaus für viel Unmut gesorgt, dass Ursula von der Leyen mit diesem Wink des Beitrittskandidatenstatus an die Ukraine so vorgeprescht ist. Da hatten etliche auch wirklich auch umhabender Unmut geäußert, weil einfach der Tenor war, Was soll dieser Status jetzt für das Land? Ja, es kann natürlich symbolisch eine moralische Unterstützung sein, aber man verpflichtet sich dementsprechend natürlich auch ganz stark. Und dann mache ich mit dem Kandidatenstatus auch dann noch für Moldau. Georgien hat ihn nicht bekommen. Also die EU hat sich da durchaus quasi jetzt auch committed und verpflichtet den Ländern gegenüber, wobei natürlich völlig undenkbar ist, dass die Ukraine in absehbarer Zeit der EU beitritt. Aber was dieser Kandidatenstatus natürlich schon mit sich bringt, ist gewisses Fördergeld, das die Ukraine dadurch auch beziehen kann, wenn sie diesen Status hat. Und angesprochen auch auf die Konsequenzen, sollte sich die EU erweitern, sollten noch mehr Länder in der EU aufgenommen werden. Gerade im Fall Ukraine, vergessen wir nicht, das ist ein Land mit einer riesigen Agrarwirtschaft. Also allein Agrargelder machen ja ein Drittel des gesamten EU-Budgets aus. Das heißt, da muss es einfach eine gewisse Strukturänderung geben, weil sonst kann man davon ausgehen, dass quasi 80% des gesamten EU-Budgets für Agrargeld vermutlich nur in die Ukraine gehen. Also so viel der Zusammenhang auch, was eine EU-Erweiterung angeht. Helmut Brandstätter, ist inzwischen noch ein Satz eingefallen, aber bleiben Sie noch dran, bitte, Frau Scheidreiter. Ich will den einen Satz noch sagen. Außenpolitik ist so wichtig geworden, weil es Sicherheitspolitik geworden ist. Und deswegen würde ich auch wirklich, also zumindest die Vertreter der Regierungsparteien und dann die Regierung auffordern, machen wir da mehr gemeinsam. Ich glaube, dass wir dann auch mehr Verständnis bei der Bevölkerung für die eine oder andere schwierige Maßnahme bekommen. Ich wäre sehr dafür, dass wir da mehr gemeinsam machen. Vielen Dank, Frau Scheidreiter. Noch einmal zurück, wie angekündigt. Wir haben heute sehr viele Fakten diskutiert, hoffentlich. Zumindest ich möchte zum Schluss Sie bitten um eine sehr persönliche Einschätzung, nämlich Sie leben jetzt seit vielen Jahren in Brüssel, sind seit einem Jahr Büroleiterin auch des ORF-Büros in Brüssel. Wie hat sich denn aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Wahrnehmung einfach auch Brüssel oder das Getriebe in Brüssel, die Arbeit, die Atmosphäre und das Klima verändert seit dem Februar des heurigen Jahres? Ganz persönlich jetzt auch für unseren Arbeitsalltag stellt es sich so dar, dass wir uns jetzt auch mit Themen beschäftigen, die uns einfach in den vergangenen Jahren, mit denen wir uns eigentlich überhaupt nicht beschäftigt haben oder nicht beschäftigen mussten. Ich bin zum Beispiel jetzt auch fast wöchentlich oder tagtäglich beinahe mit Vertreterinnen und Vertretern auch der NATO in Kontakt für Hintergrundgespräche, für einschätzende Gespräche, weil wir als EU-Korrespondenten hier in Brüssel auch die NATO abdecken. Aber Herr Brandstätter hat es auch angesprochen, was sich in der EU auch halt schon als Erkenntnis auch breit gemacht hat. Nicht nur Außenpolitik ist Sicherheitspolitik, sondern auch Energiepolitik ist Sicherheitspolitik. Und die EU muss sich momentan einfach, oder die EU-Länder und die Vertreterinnen und Vertreter müssen sich momentan mit Dingen und mit Themen beschäftigen, die auch die Bevölkerung jetzt jahrzehntelang nicht beschäftigt haben. Und es sind sehr, hätte man einmal gesagt, triviale Dinge wie Lebensmittelversorgung, Preise auf Lebensmittel, Energiepreise. Wo bekommen wir unsere Energie her? Wo bekommen wir das Gas her? Droht uns ein Blackout? Und da merken wir schon, dass gerade jetzt auch in der EU-Kommission, wenn es darum geht, einen Gaspreisdeckel auszuarbeiten, dass sich die Kommission, auch die Beamtinnen und Beamten, da sehr, sehr schwer tun. Denn nicht nur, dass jedes EU-Land unter einem Gaspreisdeckel etwas ganz anderes versteht, sondern es sind einfach jetzt Prozesse im Laufen, da müssen Strukturen aufgebaut werden in kürzester Zeit. Das ist insofern einfach noch nicht da gewesen. Und selbst natürlich auch die Bedrohung, Sie haben es angesprochen, eine atomare Bedrohung auf dem europäischen Kontinent. Also das sind momentan einfach sehr, 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 sehr lebensbedrohliche
Themen, mit denen sich die EU, mit denen sich die EU-Länder beschäftigen müssen, auch natürlich auch die Bevölkerung beschäftigen müssen, die natürlich für eine ganz andere Stimmung, für eine ganz andere Dynamik auch hier in Brüssel sorgen. Mhm. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, Frau Scheidreiter, und liebe Grüße von hier, von Wien nach Brüssel. Danke. Ja, das ist wirklich wichtige Information aus Brüssel, möchte ich sagen. Genau. Als ehemaliger Korrespondent. Genau. Dankeschön. Danke sehr. Und vielen herzlichen Dank aber auch an Sie, Herr Professor Müller, dass Sie uns zur Verfügung gestanden sind und dabei waren. Natürlich Ihnen, meine Herren Abgeordneten, und ganz besonders Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse und fürs Dabeisein. Und ich freue mich, wenn wir uns in einem Monat wiedersehen. Bleiben Sie bis dahin gesund und machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.